Gut. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen. Im Namen der Linken Kreuzberg-Friedrichshain, die diese Veranstaltung initiiert hat und durchführt, möchte ich euch sehr herzlich bedanken. Ich möchte euch das Podium vorstellen. Ganz rechts sitzt Christian Ströbele, Direktkandidat der Grünen im Bezirk. Muss man nicht vorstellen hier. Neben mir rechts sitzt Jan Stöß, SPD-Chef in Berlin, auch bekannt hier im Bezirk. Und links von mir Bernd Rixinger, Parteichef der Linken, einer der beiden Vorsitzenden. Mein Name ist Gabi Gottwald, ich bin auch von den Linken Kreuzberg und arbeite in der Bundestagsfraktion der Linken. So, wir haben uns heute Abend getroffen zu dem Thema Rot-Rot-Grün, von einer rechnischen Mehrheit zur gesellschaftlichen Veränderung. Bisschen komisch, weil gerade heute Nachmittag wurde beschlossen, dass CDU und SPD in die Koalitionsverhandlungen gehen. Es war aber auch niemand von uns ausgegangen, muss noch abgestimmt werden. Sorry, muss noch abgestimmt werden. Es ist aber auch niemand von uns ausgegangen, dass wir das jetzt nur diskutieren, dieses Thema, weil es so aktuell ansteht, dass wir eine rot-rot-grüne Regierung machen. Aber dennoch bewegt es die Herzen, speziell auch die der hier sitzenden Herren, weil sie alle drei das als eine Option vertreten haben. Ich würde nun gleich zur ersten Frage gehen. Ich denke, wir machen mehrere Fragerunden. Irgendwann wird das geöffnet und ihr oder sie können dann Fragen stellen oder auch diskutieren. Ich würde mit einer Eingangsfrage beginnen wollen. Und zwar würde ich alle drei fragen wollen, welche Schlussfolgerungen und Konsequenzen ihr zieht aus den Wahlen und was das für eure jeweiligen Parteien und auch euch selber mittelfristig an Weichenstellung bedeutet. Geht nach Größe. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung und für die Initiative, die die Linke Friedrichshain-Kreuzberg hier ergriffen hat, dass das so passgenau heute mit dieser Pressekonferenz mit der anderen im Bundestag vertretenen Partei zusammenfällt, passt natürlich ganz gut. Aber du hast das, glaube ich, schon richtig gesagt, dass wir ja heute jetzt nicht nur über das, was heute passiert, sprechen, sondern eigentlich darüber sprechen müssen, was die Perspektive für diese Legislatur und eben darüber hinaus ist. Ich habe das von vornherein für einen Fehler gehalten, dass meine Parteiführung, auch andere Parteiführung, lange vor der Wahl ausgeschlossen haben, dass es nach der Wahl überhaupt Gespräche mit allen demokratischen Parteien geben kann und eben insbesondere mit der Linken Gespräche ausgeschlossen worden sind. Das ist so passiert. Ich hätte mir eine größere Offenheit da gewünscht und man muss, glaube ich, das ist die eine Schlussfolgerung, die wir aus dem Wahlergebnis ziehen sollten, dass wir darüber im Gespräch bleiben müssen, dass es hier eine Bündnisfähigkeit auf der Seite der politischen Linken gibt. Und ich habe bei uns in der SPD ziemlich deutlich die Forderung erhoben, dass es eben das letzte Mal gewesen sein muss, dass vor der Wahl eine solche Ausschließeritis praktiziert wird. Weil es für die SPD, die eben auf ihre alten Tage auch keine klassische Protestpartei mehr wird, bei Bundestagswahlen nun mal wichtig ist, eine Machtperspektive zu haben. Und wenn wir uns das ansehen und die Nachwahlbefragung, die Wahlanalyse und die Kurven, die man da bekommt, ansehen, dann stellt sich eben raus, dass diese Machtperspektive für Rot-Grün im Laufe des Wahlkampfs faktisch nicht wirklich zu erkennen war. Und das haben wir zwar dann bei jeder Wahlkampfkundgebung von der Bühne gebrüllt, dass wir nur für Rot-Grün kämpfen, aber irgendwie haben die Leute dann auch ein bisschen müde gelächelt und gesagt, naja, so richtig wahrscheinlich ist es aber nicht, dass das am Ende dabei rauskommt. Das ist ein Problem gewesen, dass es eine Machtperspektive braucht für eine linke Regierung und wenn es die nicht gibt, dann kommt eben so ein Ergebnis raus, wie es jetzt herausgekommen ist. Meine eigentlich wichtigste Analyse für die SPD selbst ist, dass es bei uns nicht daran gelegen hat,
dass die Sozialdemokratie jetzt mit dem falschen Programm angetreten wäre, sondern dass die SPD durchaus programmatische Fortschritte gemacht hat in der letzten Legislaturperiode oder sagen wir mal mit ihrem Regierungsprogramm jedenfalls. Es gibt ein Rentenkonzept, das Abkehr nimmt von dem, was zu rot-grünen Zeiten und auch zu Zeiten der Großen Koalition beschlossen worden ist. Es gibt ein anderes Programm zu einer Re-Regulierung auf dem Arbeitsmarkt, wieder Ordnung zu schaffen. Es gibt ein klares Bekenntnis zum Mindestlohn und zwar nicht zu irgendeinem, sondern zum einheitlichen, flächendeckenden und gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro. Und es gibt insgesamt vielleicht auch eine andere Sprache. So, das alleine hat offensichtlich allein noch nicht gereicht, sondern es muss sich auch mit Köpfen verbinden, die glaubwürdig für so eine andere Politik stehen. Und da sage ich einfach mal diplomatisch, da gibt es wohl noch Verbesserungsbedarf. Und nun habe ich gesagt, also die SPD ist keine richtig revolutionäre Kraft, das geht alles nicht von heute auf morgen. Deshalb ist das bei uns auch nicht so, dass dann der Ruf da ist, dass sofort alle weg müssen. Aber dass es eine Veränderung, eine Neuaufstellung, eine Neupositionierung geben muss unter den schwierigen Umständen, die heute eben in Klammern leider eingeleitet worden sind, dass das nicht leicht wird, das ist, glaube ich, auch klar. Was für mich wichtig ist, ist, dass so eine Veranstaltung wie heute, also mal, dass wir nicht immer nur 14 Tage vor der Wahl und 4 oder 6 oder 8 Wochen nach der Wahl darüber reden, wie toll das wäre, wenn es ein rot-rot-grünes Projekt gäbe, sondern auch, dass man den Rest der Legislaturperiode zwischen den Wahlen miteinander redet und nicht nur aufeinander einschlägt und sich nur aneinander gegenseitig miteinander beschäftigt, aneinander abarbeitet. Und ich glaube, da haben wir kulturell miteinander was zu tun. In Berlin haben SPD und die Linke 10 Jahre, ich würde sagen, erfolgreich miteinander regiert. Doch, ganz erfolgreich miteinander regiert. Manche hätte sich vielleicht sogar gewünscht, dass manche Dinge noch entschiedener, radikaler angegangen worden wären. Also jedenfalls ist es nicht so, dass man sagen kann, Rot-Rot hat in Berlin nicht funktioniert. Und wir sind dann auch wirklich unverdächtig, das nicht zu wollen oder nicht zu können. Es ist, glaube ich, wichtig, dass diese Annäherung auch in anderen Landesverbänden funktioniert und dass man auch da ein Beispiel dafür hinkriegt, dass es klappt. Worüber wir heute Abend auch mal reden müssen, ist, was hat das Ergebnis eigentlich mit Rot-Grün gemacht? Wie sieht da das zukünftige Miteinander und miteinander umgehen und die programmatische Aufstellung aus? Weil eigentlich ist die Diskussion Rot-Rot-Grün ja immer nur darauf fixiert, geht es auch mit der Linken? Aber es ist auch eine spannende Frage, wie geht es eigentlich zwischen SPD und Grünen weiter? Christian, nimmst du das? Ja, die Einschätzung des Ergebnisses ist relativ einfach. Angela Merkel, die Kanzlerin, hat die Wahl gewonnen. Und zwar sehr eindeutig. Sie hat ganz überwiegend die Stimmen, die FDP verloren hat, bekommen. Nicht alle, weil wir dürfen ja nicht vergessen, dass im Hintergrund die AfD lauert, die ja auch einen Teil der Stimmen der FDP bekommen hat, ganz offensichtlich. Wir alle drei, die drei Parteien, die hier sitzen, haben die Wahl verloren, mehr oder weniger dramatisch. Von uns aus gesehen, von den Grünen aus gesehen, waren die Hoffnungen, die Vorhersagen, auf die wir gebaut haben, haben sich als falsch erwiesen. Wir haben zwar nur jetzt etwas über 2% verloren gegenüber dem letzten Mal. Und das letzte Mal war schon ein für uns sehr gutes Ergebnis, aber von allen Vorhersagen, die es gab und auch allen Einschätzungen, die wir hatten, haben wir dramatisch verloren. Das ist ja ein gutes Viertel oder sowas, nicht, die wir weniger haben. Das kann man nicht anders sagen. Ich denke, auch die SPD hat verloren. Die SPD hatte letztes Mal ihr schlechtestes Ergebnis, überhaupt, glaube ich, der ganzen Nachkriegszeit. Sie hatte 22%.
Das heißt, sie ist von einem ganz, ganz niedrigen, ganz unteren Niveau angetreten und hat auch die Hoffnungen, nicht nur die man in ihren Spitzenkandidat gestellt hat, enttäuscht, sondern auch vom Ergebnis her, dann sind diese 25% eben auch nicht gut, sondern heißt verloren. Und mit der Linken ist es auch nicht anders. Die haben sogar zahlenmäßig etwas mehr verloren als die Grünen. Aber sie haben einen Vorteil, um den ich sie echt beneide, dass sie einen Abgeordneten mehr im Deutschen Bundestag haben, also bei 0,2%. Und deshalb im Ranking, und das ist nicht ohne Bedeutung, im Bundestag bei dem Redeablauf und Ähnlichem, dass sie da die Nase vorn haben, das heißt immerhin drittstärkste Fraktion dort sein werden. Das muss man sehen. Wir haben aber auch, wir, die wir hier sitzen, oder die Parteien, die hier vertreten sind, wir haben aber auch die gesellschaftliche Mehrheit verloren. Das darf man nicht übersehen. Ich habe nach früheren Wahlen immer gesagt, es gibt eine gesellschaftliche Mehrheit links. Und die muss man eigentlich auch nutzen. Diese gesellschaftliche Mehrheit hat es bei diesen Wahlen nicht gegeben. Das muss man ganz klar sagen. Obwohl wir eine rechnerische Mehrheit an Abgeordneten im Deutschen Bundestag haben, aber das hängt nur daran, dass zwei Parteien, die über 4% der Stimmen bekommen haben, nicht im Bundestag vertreten sind, was ich übrigens für falsch halte. Ich habe überhaupt keine Sympathien mit der AfD. Ich bin auch zu einer Veranstaltung nicht hingegangen, wo ein AfD-Vertreter war und habe gesagt, mit denen diskutiere ich nicht, jedenfalls mit dem nicht, der da angesagt war. Aber ich halte es für nicht gut, wenn Parteien, die fast 5% haben, also weit über 4% der Stimmen bekommen haben, nicht im Bundestag vertreten sind. Das ist ähnlich mit der FDP. Ich glaube, der Vorletzte, dem Sympathien mit der FDP nachgesagt werden können, trotzdem sage ich, eigentlich müssen da rein. Die sind aber nicht da, aber die muss man natürlich sehen bei der gesellschaftlichen Mehrheit. Die gesellschaftliche Mehrheit, und das liegt sicher auch an Angela Merkel, haben wir verloren. So, jetzt die Frage, das ist natürlich für die Ausgangsfrage, soll man jetzt Rot-Rot-Grün machen? Eine wichtige Frage. Wir würden eine Minderheit der Wahlbevölkerung, die ihre Stimme abgegeben hat, vertreten. Und zwar ganz erheblich. Das ist eine wichtige Frage, ganz abgesehen davon, dass eine Partei, die fast 42% der Stimmen bekommen hat, nicht beteiligt wäre, also auch ein theoretisches Problem. Trotzdem sage ich, das ist natürlich bei den Grünen jetzt nicht einheitliche Meinung, aber es wird durchaus von vielen vertreten, sage ich, man sollte eigentlich auch Rot-Rot-Grün versuchen. Immer mit dem etwas schlechten Gewissen, dass man sagt, eigentlich repräsentieren wir nicht die Mehrheit, auch nicht die Wahlmehrheit. Aber trotzdem, wenn man die Chance hat, wir haben ja frühere Mehrheiten auch nicht genutzt, wo wir die gesellschaftliche Mehrheit hatten. Und ich habe das auch immer vor der Wahl gesagt. Ich weiß nicht, ob heute eine von denen hier ist, die Gegenkandidatin, mit denen wir ja viele Schulen besucht haben und andere Veranstaltungen, da tauchte auch immer die Frage auf, weil umso näher die Wahl rückte, umso unwahrscheinlicher wurde, dass es für Rot-Grün reicht. Ich fand das übrigens auch albern, dass man da nachher, als dann 10 oder 15% dazwischen lagen, zwischen einer Mehrheit, dann immer noch gesagt, das wird schon reichen. Ich habe immer gesagt, naja, also muss schon Wunder geschehen, dass das jetzt doch noch reicht. Aber in diesen Veranstaltungen habe ich auch immer die Auffassung vertreten. Ich habe das ja auch gegenüber der Presse, nicht zuletzt im Neuen Deutschland, auch erklärt. Ich hätte grundsätzlich mit einem solchen, mit so einer Konstellation keine Probleme. Und ich sehe natürlich, dass die Linke in Koalitionen, die es ja gegeben hat, in Brandenburg oder auch in Berlin, dass die Linke durchaus, also dass man nicht sagen kann, die sind nicht regierungsfähig oder es geht nicht, weil. Sondern das geht. Was da unter Rot-Rot rausgekommen ist, muss ich jetzt hier nicht kommentieren, weil wir jetzt eine andere Veranstaltung haben. Aber da kann man dann sehr unterschiedlicher Meinung sein. Aber natürlich ginge das. Aber, und da kommen wir ja gleich drauf, wenn es aufs Konkrete kommt, ich sehe doch ganz erhebliche Probleme inhaltlicher Art. Ich sehe natürlich viel größere Probleme inhaltlicher Art mit der CDU oder mit der Union insgesamt, aber ich sehe erhebliche Probleme. Stimmt, dass wir im Bereich, da kommen wir gleich drauf,
Arbeits-, Soziales erhebliche Übereinstimmungen haben. Da sind die Zahlen mal ein bisschen anders, aber vom Grundsatz her könnte das passen. Aber es gibt Bereiche, etwa in der Außenpolitik, in der Bündnispolitik, wo es sehr schwer wird. Und das darf man nicht vergessen. In den Landesparlamenten spielte das alles eine untergeordnete Rolle. Ob man jetzt für die NATO ist oder gegen die NATO oder für welche Rolle der NATO, spielt für die Politik in Berlin zwar nicht keine Rolle, aber eine untergeordnete Rolle. Aber auf Bundesebene ist das, und so ähnlich ist das mit den anderen, mit dem Verhältnis zu Israel, mit dem Verhältnis zu anderen Problemen. Da reden wir nachher drauf. Also mit anderen Worten, ich halte es für richtig, auch jetzt zu reden. Ich freue mich, dass in unserem Leitantrag, der auf dem Parteitag am Wochenende verabschiedet werden soll, in unserem Leitantrag auch drin steht, dass wir grundsätzlich mit allen reden wollen, und ausdrücklich steht auch drin, auch mit den Linken reden sollen. Nicht nur mit der SPD, natürlich, die bräuchten wir dazu, reden sollen. Ich sehe es als einen historischen Fehler und sage, ich habe ja auch mal 5 Jahre der SPD angehört, wie kann man sowas immer wieder falsch machen, nach Ypsilanti und all diesen Pleiten, immer wieder dasselbe machen, sich vorher in einer Weise festzulegen, dass es nach der Wahl natürlich ein Verrat an den Wählerinnen und Wählern wäre, wenn man jetzt plötzlich dann doch mit der Linken macht. Also sich so festlegen, jeden Tag und alle Spitze, und es bleibt ja keiner mehr übrig, jedenfalls an der Bundesspitze, mit dem man sagen könnte, naja, der hat das vor der Wahl ja nicht so gesagt, oder die, mit dem könnte man das machen. Das ist das große Problem, dass wir außer natürlich über die inhaltlichen Probleme uns unterhalten müssten, aber das große Problem wäre, dass man zusammenfindet. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, ich bin ja Optimist, ich bin ja immer jemand, der sagt, ich kämpfe weiter, auch wenn ich mal verloren habe. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass man das doch hinkriegt und vielleicht sogar vor Ende von 4 Jahren hinkriegt. Also man soll das im Kopf haben, man soll Gespräche führen, man soll das alles ausloten. Natürlich muss in allen Parteien, also der SPD, den Grünen, aber auch der Linken, ein Klärungsprozess stattfinden, auf dem dann man dann aufbauen kann, um mit sowas zusammenzukommen. Ja, ich finde, dass die Frage der gesellschaftlichen Mehrheit natürlich später nochmal diskutiert werden soll, weil tatsächlich dürfen wir nicht nur über Parteienarithmetik reden, sondern tatsächlich, ob bestimmte Projekte, Zukunftsprojekte auch gesellschaftlich getragen werden. Dass es zu keiner Mehrheit kam, hatte aber auch was mit dem Wahlkampf zu tun. Also wenn man wirklich einen Politikwechsel will, dann muss man ein scharfes Alternativprogramm zu Angela Merkel formulieren und muss auch eine klare Machtoption aufbauen. Es war klar, dass es diese Machtoption für SPD und Grüne alleine nicht gibt. Insofern war es ja auch unglaubwürdig, dass ein Politikwechsel alleine mit Grünen und SPD erfolgen kann, ohne die Linke. Und durch diese Ausschlusspolitik hat man auch der Bevölkerung klargemacht, man meint es eigentlich nicht ernst mit einer grundlegenden Alternative. Und mit dem Spitzenkandidat der SPD hat man auch klargemacht, man meint es eigentlich nicht ganz ernst. Und natürlich hat sich insbesondere die SPD, aber auch von den Grünen kamen ja viele Stimmen, mit die Linken sind nicht regierungsfähig, wer kann das nicht mit ihnen machen, von Göring, Eckert und anderen. Das war ja nicht so viel anders, war nicht so knallhart und auf keinen Fall. Jetzt ist natürlich das Gefängnis da. Wir haben in Deutschland irgendwie die doch etwas kuriose Situation. Es machen 3 Parteien einen Wahlkampf mit dem Mittelpunkt soziale Gerechtigkeit. Also ich möchte nicht leugnen, dass da viele Unterschiede da sind, auf die kommen wir später auch noch, sonst wird es ja auch gar keine Linke benötigen. Also ich bin da ganz froh, dass es diese Unterschiede gibt. Wir wollen ja auch links von der SPD sein und nicht irgendwie daneben. Aber 3 Parteien haben einen Wahlkampf gemacht mit Mindestlohn, mit einem besseren Rentensystem, mit Bürgerversicherung, mit Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums und mit Ausbau der öffentlichen Infrastruktur. Und die 3 Parteien, die doch da ähnlich geklungen haben, zumindest mal verbal, verhandeln nicht miteinander, sondieren nicht mal miteinander, sondern es wird ausgerechnet mit der Partei verhandelt, die all das ablehnt.
Ich glaube, das gibt es nirgendwo außerhalb von Deutschland. Also überall in jedem anderen Land ist üblich, dass ein bürgerlicher Block einem linken Block gegenübersteht und der linke Block durchaus verschiedene Parteien hat. Dort, wo der historische Antikommunismus nicht so groß war wie bei uns, sogar bis hin zu den kommunistischen Parteien oder sozialistischen Parteien, gar kein Problem in Frankreich oder Italien oder sonst wo. Nur bei uns flüchtet regelmäßig die SPD in den bürgerlichen Block. Und wir werden mit Interesse verfolgen müssen, ob es die Grünen jetzt auch so machen. Zumindest liegt da ja eine gewisse Option vor. Und in der Tat müssen wir da sehr gründlich diskutieren, ob die Ausgangsbedingungen die nächsten 4 Jahre verbessert werden können. Weil was jetzt passiert, die SPD wird außer dem Mindestlohn nicht viel bekommen. Also insbesondere die Frage der Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums, das wurde ja schon signalisiert, dass man auf Vermögensteuer und Reichensteuer eher verzichten wird. Das bedeutet aber, dass die Reformspielräume nicht groß sind. Also das haben wir ja immer gesagt, da sollten wir auch nachher drüber reden. Du wirst ein fortschrittliches Reformprogramm nur hinkriegen, wenn du den Mut hast, den Reichen in den Geldbeutel zu greifen. Wenn man das nicht tut, wird man keinen Spielraum für Reformen haben. Und ich befürchte, insbesondere wenn wir die Situation in Europa anschauen, wenn wir die Entwicklungen hier auf dem Arbeitsmarkt angucken mit der prekären Beschäftigung, wenn wir den dringend notwendigen Reformbedarf in der öffentlichen Daseinsvorsorge, Bildung, Altenpflege, Gesundheitspflege, öffentlicher Personennahverkehr angucken, werden wir das jetzt mit 4 verlorenen Jahren zu tun haben. Und die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse werden sich leider Gottes in die falsche Richtung verfestigen. Und es wäre deutlich besser gewesen, die 4 Jahre nicht abzuwarten, sondern tatsächlich einen Politikwechsel einzuleiten. Und ich persönlich glaube, dieser Politikwechsel kann nicht nur in Gesprächen zwischen uns drei hier stattfinden, sondern dafür bedarf es tatsächlich einer gesellschaftlichen Aufbruchstimmung. Die wurde vor den Wahlen nicht hergestellt, die hätte man herstellen können durch einen anderen Wahlkampf, durch klare Alternativen, aber man kann gesellschaftlichen Stimmungswechsel nur herbeiführen, wenn man klare Alternativen zur vorherrschenden Politik formuliert. Und wenn man auch den Mut hat, es sich hier mit der wirtschaftlichen und zum Teil auch mit der politisch herrschenden Klasse anzulegen. Wenn man diesen Mut nicht hat, sondern man will eher dazugehören, wird es auch in der Zukunft keinen Politikwechsel geben. Deswegen bedarf so ein Politikwechsel auch ein grundlegendes Umdenken, sodass tatsächlich sowas wie ein linker Block gegenüber dem bürgerlichen Block in Deutschland zustande kommt. Okay, dann gebe ich jetzt allen nochmal die Möglichkeit, nochmal auf die anderen jeweils vielleicht 2 Minuten zu antworten, weil das kann man ja nicht einfach so stehen lassen alles. Und dann gehen wir vielleicht in die nächste Thematik. Ja, ich fange mal an. Ich sehe das auch so, dass wir eine Bewegung brauchen und diese kulturelle Annäherung brauchen. Da wäre es aber ganz gut, wenn man am Anfang eben dann auch ehrlich miteinander anfängt. Wir werden heute über die inhaltlichen Unterschiede reden. Aber zur Ehrlichkeit gehört eben auch dazu, dass ja nun vor der Wahl auch von der Linken immer, wenn es drauf ankam, gesagt worden ist. Ich kann mich gut daran erinnern. Ich habe nämlich selber im Spiegel im März Vorschlag gemacht und habe gesagt, also man braucht da mehr Offenheit und ich wünsche mir von meiner Partei mehr Offenheit in dieser Frage. Dann habe ich von Bernd Rieksinger die Antwort bekommen, ich sehe überhaupt keine Konstellation, in der ein Sozialdemokrat Kanzler werden könnte mit unseren Stimmen. Das heißt, ihr habt ja genauso gesagt, nein, wir sehen die SPD als Gegner in dieser Auseinandersetzung. Und das ist, glaube ich, was wir überwinden müssen, dass wir sagen, also hauptsächlich ist der jeweilige größte Gegner die andere rote Partei. Da fängt schon mal an. Und Hans-Christian, würde ich auch sagen, also es ist ja, wie gesagt, nicht nur die SPD-Spitze gewesen, die von mir kritisiert sehr frühzeitig das alles ausgeschlossen hat, sondern auch die Grünen haben ja nun gesagt, also wir machen das nicht, es wird kein Rot-Rot-Grün geben. Wichtig ist, dass wir alle nicht mehr über dieses Stöckchen springen
und dass uns auch klar ist, dass wir weder in den Ländern noch im Bund uns in diese Verlegenheit bringen lassen, wenn uns diese Stöckchen, sei es von der, ich sag mal, bürgerlichen Presse oder von der CDU/CSU vorgehalten wird, dass wir da sagen, nein, wir werden diese Ausschließeritis nicht mehr betreiben. So, und dann ist die Frage, was muss dafür passieren? Da haben wir einen inhaltlichen Klärungsbedarf, aber da würde ich es genauso sehen wie Hans-Christian Ströbele. Das ist ja nicht so, wenn es Gespräche mit einer CDU/CSU geben kann, über die Frage, kann man eine Bundesregierung bilden, dann kann man auch mit der Linken und mit Bündnis 90 die Grünen gemeinsam darüber reden. Nicht jetzt in dieser Situation, da möchte ich auch nicht missverstanden werden. Das würde, da würde ich vielleicht ein bisschen anderen Akzent setzen als ihr beiden, das würde jetzt schief gehen. Wir haben zusammen eine Mehrheit im Deutschen Bundestag von 5 Stimmen. Mir fallen ohne Probleme 5 Grüne oder 5 Linke schon ein, die sagen, das machen wir jetzt nicht. Warum sollten wir das machen? Linke sagen ja auch hinter vorgehaltener Hand ganz offen, nee, wir finden das jetzt ganz gut, wir machen den Oppositionsführer und wir zeigen es euch dann so richtig. Das gehört zum Ehrlichsein ja auch dazu, dass die Neigung zu sagen, wir treten jetzt in eine gemeinsame Regierung ein, in Wahrheit gar nicht so stark ausgeprägt ist. Deshalb sollten wir vielleicht so ehrlich sein und sagen, wie kann das denn beim nächsten Mal klappen? Wie kriegen wir das denn dahin? Und wie bringen wir das jetzt auf den ernsthaft, seriös und fair miteinander auf den Weg, trotz aller Schwierigkeiten, die dadurch, dass ja, wahrscheinlich es eine Entscheidung geben könnte, dass die SPD in die Bundesregierung eintritt, dass es dadurch natürlich nicht so leicht ist, ein gemeinsames, in Anführungszeichen, Projekt zu entwickeln. Und dafür waren eben die letzten 4 Jahre wirklich eine verlorene Legislaturperiode. Und die nächste darf es nicht wieder werden. Also ich sehe das natürlich auch wieder noch ein bisschen anders. Die SPD und auch die Grünen hatten ja die Erfahrung gemacht 1998 und 2002, dass mit einem klaren Setzen auf Rot-Grün auch Wahlen zu gewinnen sind und wahrscheinlich nur dadurch, dass man gesagt hat, was anderes kommt für uns nicht in Betracht. Also sowohl nach links nicht öffnen zur Linkspartei, als auch zur CDU natürlich nicht, sondern Frontalwahlkampf gegen die CDU und gegen Frau Merkel zu führen. Das war ja 98, damals war es Kohl und das war dann 2002, hat es ja auch, es hatte zweimal, 2005 hat es dann nicht mehr geklappt, es hat geklappt. Und da ist die strategische Überlegung dahin, die ich nicht für richtig halte, aber die Überlegung dahinter gewesen, wenn wir sagen, wir öffnen auch, könnte auch sein mit der Linken, wenn es für Rot-Grün nicht klappt. Oder auch zur CDU hin zu sagen, wir finden die Frau Merkel zwar absolut doof und was sie da macht, ist alles falsch und sie sitzt alles nur aus und so weiter, aber ganz ausschließen wollen wir es auch nicht. Da sagen, haben die Strategen gedacht, wenn wir dann sagen, wir machen mit denen, dann gehen uns entweder auf der einen oder auf der anderen Seite oder auf beiden Seiten so viel Wähler verloren, dass eine Chance, Rot-Grün zu schaffen, nicht klappt. Weil man hatte ja diese andere Erfahrung, dass 98 war es ja auch unwahrscheinlich und 2002 noch unwahrscheinlicher und es hat da geklappt mit einem Wahlkampf und relativ auch von relativ schlechten Umfrageergebnissen ausgehend hat es dann noch geklappt 2002. Das ist ja der Hintergrund der Überlegung, warum die SPD dass wie der Teufel das Weihwasser gescheut hat, auch nur ein gutes Wort oder eine Chance einer Möglichkeit offen zu lassen, mit der Linken das zu machen. Bei den Grünen war es ein bisschen anders. Ich habe mir jede Äußerung, ich habe natürlich nicht alle Äußerungen jetzt gehört, aber jede Äußerung, die von uns von der Spitze kam, von der Fraktion oder auch von der Parteispitze, die waren immer so, dass sie gesagt haben, das geht eigentlich nicht, weil. Aber sie haben nie gesagt, wir schließen das völlig aus, anders als der Spitzenkandidat und anders als Herr Gabriel. Gabriel ja noch ein paar Tage vor der Wahl. Das war ein anderer Ton, das heißt, das war eine Position, die man nach der Wahl unter Umständen erklären konnte, jetzt
kann es aber doch klappen, weil bei der Linken der und der Prozess in Gang gesetzt worden ist und die Verabredungen getroffen werden können. Es war nicht so ein absolutes Ausschließen. Ich hätte es anders auch für richtig gehalten, weil spätestens so 2 Monate vor der Wahl oder 3 Monate vor der Wahl war ja eigentlich klar, mit Rot-Grün reicht es nicht. Und die Werte gingen ja nicht hoch, jedenfalls nicht bedeutend, sondern irgendwie nur um 2 mussten, hätten 15% oder sowas hochgehen müssen, ging weg, veränderte sich ja nur immer um 1-2%. Und das war einfach eine falsche Kalkulation. Und ich meine, das muss man unseren, also auch meinen, also auch den Grünen, Führung einfach sagen. Allein darauf zu setzen und auch in einer völlig hoffnungslosen Situation zuletzt zu sagen, wir schaffen das und wir kriegen das und ihr werdet es schon sehen und so, das war meiner Ansicht nach falsch. Das hätte man so nicht machen dürfen. Und jetzt stehen wir aber vor der Situation, wie gehen wir jetzt damit um? Ich denke, und ich will das auch tun, ich will mich da auch äußern in den nächsten Tagen zu, spätestens auf dem Parteitag, dass ich sage, jetzt müsst ihr das aber auch machen, was ihr gesagt habt und was ihr immer sagt und was sogar jetzt in dem Leitantrag wahrscheinlich drinstehen wird, der verabschiedet wird, auf dem Parteitag. Jetzt redet doch auch mal mit der Linken. Ich tue das ja jetzt hier und andere könnten das ja auch machen, dass man mal sagt, also wo könntet ihr euch vorstellen, dass die Probleme, die es gibt, die Differenzen, die es gibt, dass das auch anders laufen könnte, dass ihr das zurücksteckt oder man einen Kompromiss findet oder weiß ich was. Also dass man das auch macht, auch wenn ich natürlich sehe, dass die SPD jetzt mit vollem Rohr in die eine Richtung geht und das Schiff, der Dampfer wahrscheinlich bis übernächste Woche oder sowas dann abgefahren ist. Also in der jetzigen Situation muss man Schlussfolgerung ziehen aus der falschen Strategie. Ich denke, und das muss man vor allen Dingen für nächste Wahlen tun, vielleicht auch zwischenrein in den nächsten 4 Jahren schon tun, dass man sagt, das war falsch. Wenn wir überhaupt eine Mehrheit kriegen wollen für soziale Projekte, für eine Umverteilung von oben nach unten und Ähnliches, aber auch für viele andere, für kulturelle Veränderungen, für politisch-kulturelle Veränderungen im Land, dann muss man, darf man nicht sagen, die schließen wir völlig aus und die schließen wir völlig aus, sondern man muss sagen, welches die eigenen Ziele sind und muss dann sagen, so, und mit wem wir diese Ziele nachher zum überwiegenden Teil durchsetzen können, mit dem werden wir auch in die Koalition gehen, weil auch wir werden natürlich keine 50% kriegen. Ja, ich will auch mal gucken, dass ich nach vorne diskutiere, wobei, also wir haben ehrlich gesagt vor der Wahl nichts ausgeschlossen, sondern es eben an inhaltliche Bedingungen geknüpft. Ich glaube, so muss man es auch tun. Wir hatten ja manchmal schon ein bisschen Überschriften in den Zeitungen, Linke dient sich SPD an. Habe ich auch nicht so gern gelesen, ehrlich gesagt. Aber wenn wir nach vorne blicken, dann glaube ich, dass wir tatsächlich über ein gesellschaftliches Projekt diskutieren müssen. Es nützt nichts, quasi über Koalitionsarithmetik zu diskutieren. Ich will es auch an einem Beispiel festmachen. Die Grünen sind ja zum Schluss des Wahlkampfes tatsächlich Opfer einer Kampagne geworden. Und viele haben gesagt, es war die Steuerpolitik, weil die den Mittelstand selber belastet hat. Es war aber nicht der Mittelstand, der diese Kampagne geführt hat, sondern tatsächlich haben diese Kampagne hat die Wirtschaft geführt und haben die Wirtschaftslobbyisten geführt, zum Teil auch mit Hilfe der Medien. Und zwar ging es bei den Grünen ja um ein ganz bescheidenes Umverteilungsprogramm. Also wenn man die Steuerpolitik der Grünen anguckt, ist ja nicht besonders revolutionär, wenn man selbst unter dem Spitzensteuersatz des bekannten Sozialisten Helmut Kohl zurückbleibt. Aber das hat schon ausgereicht, diese Kampagne auszulösen. Und ich habe mit Interesse, aber auch durchaus mit Erstaunen zugeschaut, wie ohnmächtig die Grüne Partei war, obwohl sie doch 6-mal mehr in den Medien vorkommt wie die Linke und ständig es den Anschein hatte, dass die Medien ihr wohlgesonnen sind, hatte sie überhaupt kein Mittel gefunden und auch keine Chance, irgendwie dieser Kampagne aus dem Weg zu gehen. Außer eine Konservative, dass man gesagt hat, vielleicht waren die Steuerpläne falsch. Aber eine Diskussion nach vorne. Es geht nicht darum, den Studienrat um 30 Euro mehr oder weniger zu belasten, sondern die wirklich Reichen ist nicht gelungen.
Wenn ich mir nur vorstelle, wir würden ein rot-rot-grünes Regierungsprojekt machen und die Steuerpläne der Linken würden da irgendeine Rolle spielen, dann wäre die Kampagne, die die Grünen jetzt erlebt hatten, ein laues Windchen. Da bin ich mir sicher, da würden wir eine ganz andere Kampagne in der Gesellschaft erleben. Und um sowas durchzustehen, also wenn ich umverteilen will, nehme ich quasi der herrschenden Elite oder Klasse oder wie man es nennen will, wirklich Geld weg, um es dem Gemeinwesen zuzuführen. Das ist ein gnadenloser Kampf innerhalb der Gesellschaft. Da wird mit dem Untergang der Wirtschaft gedroht, mit der Auswanderung aller Millionäre in die Schweiz und was weiß ich. So einen Kampf stehst du nur durch, wenn du tatsächlich ein politisches Projekt hast. Wenn du sagst, das wollen wir machen, um diese Gesellschaft zu verändern. Das stehst du niemals durch, wenn du sagst, naja, wenn es uns zur Not nicht reicht, dann nehmen wir eben auch die Linken rein, aber eigentlich wollen wir es nicht. Und ich glaube, dass wir die nächsten 4 Jahre nutzen müssen, nicht nur unter uns, sondern auch mit den Gewerkschaften, mit den Gruppen der Zivilgesellschaft, mit der außerparlamentarischen Bewegung, über solche Formen eines Politikwechsels zu diskutieren, um tatsächlich eine breite gesellschaftliche Bewegung aufzubauen. Wenn uns das nicht gelingt, wird es zu keinem Politikwechsel kommen. Und da bin ich insofern ein bisschen ratlos, wie das SPD und Grüne machen wollen. Also ich bin da sehr dafür, auch von der Basis her das aufzubauen. Aber natürlich, wenn sich die Grünen jetzt zur Mitte öffnen und sagen, wir können auch mit allen, auch mit der CDU und wenn es gar nicht anders geht, vielleicht auch mit den Linken. Die SPD geht jetzt in eine große Koalition und muss ja irgendwie das vertreten, was sie dort macht. Und es wird sogar Proteste geben gegen die Politik der großen Koalition, bin ich überzeugt, wenn die ersten Sparmaßnahmen kommen. Wie wir gleichzeitig in dieser Widersprüchlichkeit diesen Prozess in Gang setzen. Ja? Also das sollten wir ernsthaft darüber diskutieren, weil Parteien operieren ja nicht nur im parlamentarischen Raum, sie sind ja Bestandteil der gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, ja? Und müssen in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung auch Partei ergreifen. Und wenn wir nicht die Partei ergreifen, quasi für die Beschäftigten, für die Rentner, für die Erwerbslosen, wird es kein alternatives Politikprojekt geben. Okay, ich danke euch für diese erste einleitende Runde. Ich will das mal aufgreifen, gesellschaftliches Projekt, einer der wichtigsten Themen und auch ein Thema, was Christian schon angesprochen hat, wo man am meisten Gemeinsamkeiten vermutet, ist der Bereich im breiten Sinne Arbeit, soziale Sicherungssysteme und viele Sachen, die damit zusammenhängen. Wir sollten jetzt mal eine Runde machen, wo wir uns ein bisschen auf diese Frage vielleicht konzentrieren und versuchen auch herauszufinden, sind die Gemeinsamkeiten wirklich so tragend oder gibt es entscheidende Differenzen? Und ich würde diesmal vielleicht Bernd bitten, dass du anfängst damit. Ja, ich bin mir da nicht ganz sicher. Das sollten wir ein bisschen ausloten. Natürlich gibt es von der Programmatik her Differenzen. Also Grüne, SPD und Linke wollen den gesetzlichen Mindestlohn. Wir sagen 10 Euro, das hat was damit zu tun, dass eben bei 8,50 Euro du definitiv in die Altersarmut gehst. Und selbst bei 10 Euro musst du 45 Jahre arbeiten in Vollzeit und hast gerade mal etwas über der Grundsicherung. Ja, also insofern müssen wir sicher diskutieren, was auf der Lohnentwicklung dort wirklich stattfinden muss. Und auch wenn Sie sich jetzt auf 8,50 Euro einigen, kann das nur ein Einstieg sein. Also in einem der reichsten Länder der Welt ist 8,50 Euro immer noch ein Armutslohn, ja, also über den wir nicht stolz sein müssen. Ja. Aber das scheint mir lösbar zu sein in der weiteren Debatte. Ich hatte mit dem Gabriel eine Podiumsdiskussion vor der IG Metall, wo es um die Re-Regulierung des Arbeitsmarktes ging. Also die ganzen Fragen Werkverträge, Leiharbeit, da haben wir überall radikalere Positionen, zu Recht, sonst wären wir ja auch nicht die Linke, aber da scheint es mir eine Annäherung von der SPD zu uns zu geben. Zumindest wenn man das ernst nimmt und nicht das taktisch gemeint war, weil da lauter Gewerkschafter saßen. Wo wir doch Differenzen haben, ist bei der Rente. Also das muss man ganz ernst nehmen, weil wir nach wie vor der Meinung sind, dass die Rente mit 67 ein großer Irrtum ist.
und nicht aufrechterhalten werden kann. Ich sage nochmal, Finanzierungsfragen braucht man da gar nicht diskutieren. Das kostet den Durchschnittsverdiener 6 bis 7 Euro mehr im Monat. Und das nicht mal sofort. Also könnten wir uns, glaube ich, leisten. Das sind die Grünen besonders, würde ich sagen, konsequent dagegen. Also die Grünen sind großer Anhänger der Rente mit 67. Wo wir Gemeinsamkeiten haben, ist, dass wir eine armutsfeste Mindestrente brauchen. Sowohl Grüne, SPD wie Linke. Wir haben aber etwas unterschiedliche Konzepte. Das wäre aber eine Richtungsdebatte wert. Wo wir bei der Rente Differenzen haben, ist, dass wir sagen, die Absenkung quasi des, bei der Durchschnittsrente, die Rentengrundsicherung von 53% auf 43% wollen wir nicht, weil dann auch die Durchschnittsverdiener definitiv in die Altersarmut gehen. Ja, also das, dieser Konflikt scheint mir bei der SPD noch nicht entschieden zu sein. Also wo man darüber diskutieren muss, aber wenn nichts gemacht wird, wird es eben dazu kommen in den nächsten Jahren. Und da gibt es auch erhebliche Differenzen zu den Grünen. Bei der Gesundheitspolitik, glaube ich, wollen alle eine Bürgerversicherung, auch wenn das nicht mehr so ganz klar ist, aber da streiten wir uns ganz sicher über die Frage der Beitragsbemessungsgrenzen und ähnliche Dinge, wo wir eben der Meinung sind, dass die ungerecht sind, weil du eben prozentual, wenn du mehr verdienst, weniger bezahlen musst und damit die, die weniger verdienen, eben prozentual mehr bezahlen müssen. Aber da könnte man eine grundsätzliche Richtungsdiskussion einführen, dass man von dieser zwei oder drei Klassenmedizin endlich runtergeht. Was wir generell ablehnen und was, glaube ich, eine große Diskussion wert wäre, die Privatisierung der Sozialsysteme. Also wir waren immer gegen die Riester-Rente, sie erweist sich im Übrigen auch als dramatischer Fehlgriff. Also er hat die Altersarmut nicht beseitigen können und hat insbesondere die paritätische Finanzierung der Rentenversicherungssysteme abgeschafft, damit umverteilt zugunsten der Kapitalseite. Und was völlig ausgeklammert wurde aus der Gemeinsamkeit, ist die ganze Hartz-IV-Frage. Also wo wir ja eine sehr grundlegende Haltung dagegen haben. Immerhin die Grünen und wir wollen beide eine sofortige Heraufsetzung der Hartz-IV-Beiträge. Da sind wir in der Größenordnung noch etwas auseinander. Nachdem aber der Paritätische Wohlfahrtsverband gesagt hat, armutsfest wären 464 Euro, glaube ich, sind sie doch von unseren 500 Euro nicht mehr besonders weit entfernt. Also armutsfest ist trotzdem was anderes, aber da müssen wir dringend diskutieren. Das scheint mir noch ein bisschen die Lebenslüge der SPD zu sein, dass man einerseits zur Agenda 20 steht und sie andererseits aber programmatisch abschaffen will. Vielleicht wäre es ein guter Schritt, sie wirklich abzuschaffen und einen neuen Weg dort zu gehen. Ja. Das ist ja immer so eine Diskussion um die Zahlen in diesem Bereich. Ich bin nun weder ein Rentenexperte noch ein Arbeitsmarktexperte. Natürlich sind 10 Euro Mindestlohn besser als 8,50 Euro. Oder ihr schlagt ja sogar vor, irgendwie 12, glaube ich, soll sich das jetzt entwickeln. Ne? Das ist natürlich alles völlig klar. Also, wenn ich irgendeinen frage, möchte ich lieber 8,50 oder 12 in der Stunde verdienen? So. Und so ähnlich ist das auch bei der Mindestrente und so ähnlich ist es auch in anderen sozialen Forderungen, also auch bei der Frage Hartz IV. Also wir sagen inzwischen auch seit, glaube ich, 5 oder 8 Jahren oder sowas, wir wollen das hochsetzen. Wir haben ja auch beide, sagen wir mal, das Bundesverfassungsgericht bei uns im Rücken, also positiv als Stütze im Rücken, weil die sagen ja auch, das ist viel zu niedrig, das reicht für einen menschenwürdigen Lebensunterhalt, das, was jetzt gezahlt wird, nicht aus. Deshalb haben wir jetzt schon lange 4,20, da sagen wir aber auch, natürlich, das haben wir jetzt schon seit einigen Jahren,
Inzwischen ist alles teurer geworden, inzwischen muss man auch das anpassen, das muss dann auch, da schlagen wir auch vor, eine Kommission gemeinsam mit Gewerkschaften und Fachleuten muss das ermitteln. Also ich halte jetzt wenig davon, dass wir diese Zahlen zueinander stellen. Da ist es immer nur, alle würden natürlich die höchste Zahl am liebsten nehmen, jedenfalls nehme ich mal an, die drei, die hier am Tisch sitzen oder die vier, die hier am Tisch sitzen. Aber es ist immer eine Frage, wo kommt das Geld dafür her? Und bei den Renten ist es natürlich exorbitant viel, wenn man wirklich die Forderung, die ihr, glaube ich, habt, 1000 und noch was, 50. Mindestrente, wo kommen angesichts dessen, dass heute schon 80 Milliarden oder über 80 Milliarden jedes Jahr aus Steuermitteln in die Rentenkasse gezahlt werden, damit überhaupt die Renten bezahlen werden können, wo kommen dann diese zusätzlichen her? Da muss man sich natürlich drüber auseinandersetzen. Aber also der Streit kann nur darüber gehen, wollen wir jetzt den Spitzensteuersatz so und so weit erhöhen und wollen wir die Vermögensteuer so und so groß machen, damit wir das da alles bezahlen können, was wir hier, und da sollen sich die Experten damit darum streiten. Jedenfalls haben wir gesagt 8,50, und das haben wir uns auch nicht selber ausgedacht, das wissen ja alle, weiß die SPD genauso, das kommt von den Gewerkschaften, das kommt von den Verbänden, die sich damit befasst haben, die sagen, das ist aber das oder war vor einigen Jahren das Mindeste und müsste natürlich immer wieder angepasst werden, weil da reichen da nicht, wenn man 3 oder 4 Euro mehr kriegt, sondern das muss dann tatsächlich mit Inflationsrate und vor allen Dingen an die Bedürfnisse derer, die darauf angewiesen gemacht werden. Zur Leiharbeit sage ich mal, also ich habe sowohl als Anwalt als auch als Abgeordneter, gerade hier im Wahlkreis, auch als Bundestagsabgeordneter damit ständig meinen Ärger, weil das ja nicht nur so ist, dass die Leiharbeit irgendwelche bösen Leuten in irgendwelchen Großschlechtereien oder sowas missbrauchen, sondern alle, auch der Deutsche Bundestag. Ich kann Ihnen jetzt ohne weiteres 5 Fälle aufziehen, wo der Deutsche Bundestag Sekretärinnen anwerben lässt, zum Beispiel, also eine war bei mir, die im Deutschen Bundestag arbeitet, in einem Leiharbeitsverhältnis, wo sie ein Drittel weniger verdient als die Sekretäre neben ihr, weil den Lohn ja, den der Bundestag dafür zahlt, ist immer noch ein bisschen billiger, als wenn das direkt an den Tariflohn zahlen würde, aber das zahlt er ja an die Leiharbeitsfirma. Das heißt, da ist was eingerissen, das ist wie eine Seuche im Land, wo es überall zu einer reinen Lohndrückereinrichtung geworden ist. Das war mal ganz anders gedacht und ist auch ganz anders uns als Abgeordneten verkauft worden damals. Das muss man einfach so sehen. Und deshalb muss man damit anfangen, dass man sagt, natürlich müssen die in Leiharbeit, wie auch immer sind, genauso wie man genau gucken muss, wer wird mit einem Werkvertrag, übrigens auch im Bundestag beschäftigt, obwohl es eindeutig ein Arbeitsverhältnis ist, selbst wenn das Gericht dann sagt, das Sozialgericht, das ist ein Arbeitsverhältnis, weigert sich der Bundestag anzuerkennen, dass es ein Arbeitsverhältnis ist und bezahlt die nach Werkvertrag, weil sie da keine Sozialversicherung bezahlen müssen. Also das haben wir überall bis hin in den Deutschen Bundestag. Deshalb sagen wir erstmal, man muss das grundsätzlich angehen. Man muss sagen, jede Leiharbeiterin, sind ja überwiegend Frauen, jeder Leiharbeiter muss für dieselbe Arbeit dasselbe bekommen, wie die, die daneben sitzen, also den normalen Tariflohn bzw. das andere. Also ich kann nur hoffen, weil ich gehört habe, das hat auch schon in den jetzt Koalitions-, nicht Verhandlungen, sondern Sondierungsgesprächen eine Rolle führt, dass selbst bei der Union diese Ungerechtigkeit, also dieser Missbrauch, muss man, und das ist ja ein 100.000-fach oder millionenfacher Missbrauch, der da getrieben wird mit dieser Einrichtung. Zu Hartz IV sage ich, ich war damals lange Zeit für Hartz IV und finde immer noch einige Sachen von Hartz IV richtig. Ich habe dann zuletzt in der Endabstimmung, als das Gesetz aus dem Bundesrat, aus dem Vermittlungsausschuss zurückkam, habe ich dann zuletzt dagegen gestimmt. Trotzdem sehe ich, deshalb würde ich das gerne mal von der Linken dann hören, was soll denn anstelle von Hartz IV eurer Meinung nach jetzt genau kommen? Wie soll das dann aussehen? Soll das das alte System sein mit Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe oder wie soll das dann in Zukunft, wie sieht das im Einzelnen aus? Also wir können uns über zwei Sachen unterhalten und da habt ihr mich voll auf eurer Seite und ich glaube, die Grünen, auch in ihrer Mehrheit, in der Parteitagsmehrheit, die das einstimmig beschlossen hat,
mit sowohl Erhöhung der Hartz-IV-Sätze, kann man jetzt über die Zahl reden, ob das 450 vielleicht inzwischen sein muss, wir sagen 420 bisher, aber auch bei den Sanktionen. Ich bin einer, der immer gesagt hat, ich kenne mich da wenig aus, aber ich bin ja einer, der sich für Menschenrechte, für die Würde des Menschen immer eingesetzt hat. Und ich halte es für völlig unerträglich, sage ich bei jeder Gelegenheit, auf jeder Wahlveranstaltung und auch bei jeder Grünen-Veranstaltung. Unerträglich ist dieses Repressionssystem, das Sanktionssystem, was den Sozialbehörden, den Jobcentern Rechte gibt, die man der Kriminalpolizei, dem Verfassungsschutz und so nie zuwilligen würde, eindringen in das ganze Privatleben. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen ein Moratorium für diese Sanktionen. Mehr haben wir nicht durch. Ich möchte das abschaffen, die Sanktionen. Ich finde das unmenschlich und unwürdig. Aber wir haben gesagt, ein Moratorium, das heißt, sie sollen zunächst nicht angewandt werden, jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr, dass man mal sehen, was das für Auswirkungen hat. Das die Programmatik der Grünen, vielleicht kann man sich auf ein ähnliches Konzept... Das wäre eine große Gemeinsamkeit. Aber mich würde trotzdem interessieren, was will die Linke, wenn sie sagt, Hartz IV abschaffen, was will sie an die Stelle setzen, soll das Alte kommen oder das Neue wieder? Ein letzter Satz zu dem Rente mit 67. Da stelle ich auch fest, ich habe das heute nochmal nachgelesen, weil ich wusste, dass das hier kommt, die Grünen sind leider dafür, großmehrheitlich. Ich war immer dagegen und sage, das war allein eine Einrichtung, die unter dem falschen Etikett verkauft worden ist. Da ging es nur darum, die Sätze zu senken, die man mit 65 bekommt. Das war der einzige Zweck des Ganzen. Das hat man dann schön in eine Weihnachtsverpackung reingewandt, dass es um andere Zwecke geht. Das heißt, ich bin dagegen, aber ich gestehe zu, da müssen die Grünen auch noch dazulernen. Ja, auch ich habe den Eindruck, dass wir in diesem ersten Themenblock Arbeit, Soziales, Steuern eigentlich die größten Übereinstimmungen haben. Aber ich will auch mal auf die einzelnen Punkte eingehen. Eins aber vorweg sagen, Bernd Rixinger hat gesagt, also wahrscheinlich hat der Gabriel das nur gesagt, weil die Gewerkschafter da waren und irgendwie um der Linken zu gefallen. Nee, ich lieber gesagt, Kollege, ich hoffe nicht, dass er das deswegen gesagt hat. Nee, da will ich, in dem Aspekt meine ich es jetzt gar nicht. Ich will auf was anderes hinweisen. Diejenigen, die innerhalb der SPD und auch außerhalb der SPD am deutlichsten auf die sozialdemokratischen Funktionsträger und Delegierten einwirken, zu sagen, ihr müsst aber jetzt in eine großen Koalition, sind die Gewerkschaften. Das muss man auch sagen. Du kannst auch sagen, welche, klar, aber es sind gerade große Gewerkschaftsvorsitzende, die sagen, also da, das wäre doch jetzt das Beste, das Schlimmste, was passieren könnte, wäre Schwarz-Grün. Vielleicht haben sie damit sogar recht. Aber das gehört, glaube ich, an der Stelle zur Wahrheit auch dazu. Ich glaube, dass wir in dem Bereich Rente, damit fange ich mal an, tatsächlich da in der SPD den größten Schritt gemacht haben in den letzten 4 Jahren, in dem einfach Konsequenzen aus Fehlern gezogen worden sind, die man selber in der Regierungsverantwortung gemacht hat. Dazu gehört erstmal, dass bei der Rente mit 67 ins Programm gekommen ist, zu sagen, die gehört ausgesetzt, solange das eine reine Rentenkürzung ist und nicht mindestens 50% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Alter von 60 bis 64 Jahren arbeiten. Deshalb gehört die Rente mit 67 ausgesetzt, weil es zurzeit, glaube ich, zwischen 10% und 15% sind, die in dem Alter überhaupt einen Job haben, eine Arbeitsstelle finden. Und deshalb ist das ein Rentenkürzungsprogramm und kein Beitrag dazu zu einer längeren Lebensarbeitszeit. Außerdem hat die SPD gefordert und wird das auch sehr offensiv jetzt vertreten, dass es so sein muss, dass derjenige und diejenige 45 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt hat, auch ohne Abschläge in die Rente gehen können muss. Und da sage ich auch, wurde gesagt, dass mehr als den Mindestlohn wird die SPD ja nicht durchsetzen können. Da ist meine Position sehr deutlich. Erstmal ist überhaupt noch nichts entschieden zu einer großen Koalition. Ich weiß selber überhaupt noch nicht aus dem Pressestatement meines Vorsitzenden von heute, was eigentlich da vom Tisch mitgenommen worden ist. Da werden wir uns das sehr genau anhören am Sonntag beim Parteikonvent.
und dann wird verhandelt werden. Und wenn es keinen Politikwechsel gibt, dann wird es auch keine große Koalition geben. Weil die Mitglieder der SPD es dann ablehnen werden, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Große Worte. Ja. Freut mich, dass das hier auf Zustimmung stößt. Kein Politikwechsel gibt es. Denn das wird in der Öffentlichkeit zu wenig wahrgenommen. Es ist so, dass wir in der SPD jetzt eine Basisbeteiligung haben, wie es sie in der Geschichte noch nicht gegeben hat. Dass die Mitglieder tatsächlich am Ende jeder Einzelne und jeder Einzelne darüber entscheiden wird, ob uns das ausreicht. Und deshalb ist überhaupt noch nichts darüber gesagt, was da am Ende vom Tisch mitgenommen wird. Und deshalb muss man auch mal sehen, was am Ende eigentlich für das gemeinsame rot-rot-grüne Projekt übrig bliebe. Wenn es nämlich gelingt, jetzt viel in der Regierungsverantwortung durchzusetzen, dann bin ich auch noch nicht so optimistisch, stellt sich die Frage natürlich nochmal neu. Bei der Rente geht es uns auch darum, dass klar sein muss, da ist die SPD vielleicht noch etwas pointierter, zu sagen, wer eingezahlt hat, muss anders behandelt werden als jemand, der nicht eingezahlt hat. Es kann nicht so sein, dass jemand 35, 40 Jahre Beiträge zahlt und dann in der Grundsicherung landet und damit genauso viel kriegt wie jemand, der überhaupt nicht eingezahlt hat. Dieser Unterschied muss deutlich werden. Deshalb treten wir in der Tat für eine Solidarrente, eine Mindestrente von 850 Euro ein. Und das sehe ich wie Hans-Christian Ströbele, dieses Wer bietet mehr, das führt natürlich nicht so besonders viel weiter. Das muss durchgerechnet sein. Und ohne weiteres zu sagen, das erleben wir jetzt leider auch bei der CDU, CSU, die sagen, das können wir doch über Beiträge finanzieren. Das holen wir aus den Sozialkassen raus. Da müssen wir darauf aufpassen, dass wir gemeinsam dafür eintreten, dass die Sozialsysteme stabilisiert werden und nicht ausgeplündert werden und nicht geschwächt werden, sondern gestärkt werden und übrigens, da sind wir uns, glaube ich, auch einig, nicht privatisiert werden. Denn auch aus Riester hat die SPD die Konsequenzen gezogen. In der Tat, das war ein Fehler. Es war eine schlechte Idee, zu denken, dass man die Versorgungslücke der Rentnerinnen und Rentner der privaten Versicherungswirtschaft anvertrauen kann. So dass private Versicherungskonzerne erstmal 10% der Rentensumme als Verwaltungsgebühr kassieren. Und man am Ende weniger daraus zieht, als man eingezahlt hat, deutlich weniger. Und das Schlimme bei Riester ist doch vor allem, dass diejenigen, die es bräuchten, es auch gar nicht haben. Dass das gar nichts dazu beiträgt, diese Versorgungslücke zu decken. Aber das große Thema, das sich bei Rente und beim Arbeitsmarkt stellt, es wundert mich fast, dass das hier noch nicht angesprochen worden ist, das, denke ich, sollte ein Thema für ein Projekt einer rot-rot-grünen Perspektive sein, nämlich die soziale Einheit zwischen Ost und West in unserem Land zu vollenden, bei Löhnen und bei Renten, meine Damen und Herren. Und auch das kann ich Ihnen sagen. Da werden wir sehr genau darauf achten, ohne eine Perspektive, dass es endlich 23 Jahre nach der Einheit hier von der Straßenseite abhängt, ist ja nicht weit weg. Auf welcher Straßenseite man wohnt, wie viel Rente man bekommt, das muss jetzt beendet werden. Und dafür muss jetzt die Perspektive geschaffen werden, damit wir da zu einer Vereinheitlichung kommen. Arbeitsmarkt ist schon angesprochen worden. Ich denke, dass wir bei dem Einsatz gegen Niedriglohnsektor 22% arbeiten zu Niedriglohnbedingungen. Dass dort dringender Handlungsbedarf besteht. Da werden wir hier, glaube ich, keinen Unterschied feststellen können. Auch, dass man bei Leih- und Zeitarbeit etwas tun muss. Auch, dass völlig klar ist, und das ist also ja nun auch deutlich artikuliert worden, Mindestlohn, es ist richtig, dass wenn man sein Leben lang für 8,50 Euro arbeiten würde, man dann auch wieder in der Grundsicherung landet. Und dann nach unserer Vorstellung eine Solidarrente kriegt. Aber wir müssen natürlich dafür uns einsetzen, dass man nicht sein Leben lang zum Mindestlohn arbeitet, sondern dass jede und jeder im Erwerbsleben die Möglichkeit hat, sich weiterzuentwickeln, sich über die Erwerbsarbeit zu qualifizieren und dann nach Möglichkeit deutlich mehr, am besten das Doppelte pro Stunde zu verdienen als 8,50 Euro. Wo wir, glaube ich, mal drüber reden müssen, das habe ich jetzt gar nicht so genau recherchiert, aber das wird mir jedenfalls bei Veranstaltungen, wo Anhänger der Linken vor allem, aber auch der Grünen dabei sind, wird immer gesagt, naja, unsere Vorstellung ist ja auch das bedingungslose Grundeinkommen. Das stimmt, da ist die SPD einer anderen Meinung. Wir sind der Meinung, dass es schon einen Unterschied gibt,
ob man arbeitet oder ob man nicht arbeitet. Dafür sind wir eine Arbeiter- und Arbeiterinnenpartei. Und bei dem bedingungslosen Grundeinkommen deshalb skeptisch. Okay, ich danke euch. Ich würde gerne noch mal eine kurze Runde machen. Also der Tenor war ja sehr ähnlich. Christian hat gesagt, es geht eigentlich nur darum, wie viel Steuergeld auf die Systeme gelegt wird zur sozialen Sicherung. Jemand anders hat gesagt, es kann nicht sein, dass hier nur ein Wettlauf, je höher, je weiter, je schöner. Deswegen will ich das nochmal, also euch nochmal mitgeben, dass eine grundsätzliche Frage, ich glaube, dass in einer rot-rot-grünen Regierung entschieden werden müsste, wie man mit so grundsätzlichen Sachen umgeht, was ihr angesprochen habt, stelle ich eine Altersversorgung zum Teil, und sei es auch nur zum Teil, in sozusagen ja, auf private Füße, das heißt, gebe ich sie an die Finanzmärkte, mache ich kapitalgedeckte Altersversorgung, was übrigens auch bei der Betriebsrente der Fall ist, nur dass das nicht als Alternative zur Riester-Rente gesehen wird, Vorschlag SPD. Will ich ein Gesundheitssystem haben, wo alle gleich behandelt werden, wo konstituierend für das System der Wettbewerb ist zwischen, also innerhalb des Systems, alle Kassen gegen alle, alle Teilnehmer gegen alle, wo man, denke ich, sagen kann, wenn Profitstreben sozusagen die Wege innerhalb des Systems bestimmt, wo bleibt dann der Patient? Das ist eine Grundsatzfrage, da muss man sich mit grundsätzlich auseinandersetzen, das sind keine quantitativen Fragen. Und als drittes würde ich dann gleich mit auf den Weg geben, wer mehr soziale Sicherungssysteme ausstatten will, wer mehr Geld braucht, muss sich natürlich mit so Fragen wie Schuldenbremse auseinandersetzen. Wenn der Staat sich nicht weiter verschulden darf, wenn also nicht Schulden aufgenommen werden dürfen, wenn Kredit nicht als Investition gesehen wird, sondern als Verschuldung, dann habe ich es auch mit einem echten Problem zu tun. Also wenn ihr vielleicht nochmal nicht nur die einzelnen Teilbereiche angehen würdet, sondern grundsätzlich zu solchen Sachen nochmal Stellung nehmen würdet. Fangen wir an. Also die Schuldenbremse steht nun mal im Grundgesetz gegen meinen Willen, aber da wird auch Rot-Rot-Grün nichts dran ändern. Da sind wir jetzt erstmal dran gebunden. Zu der Frage Bürger, also Gesundheitsversicherung, Bürgerversicherung, haben wir eine ganz klare Position und unter anderem, soweit ich das gehört habe, sind auch diese Sondierungsgespräche mit den Grünen inhaltlich daran gescheitert, dass die Union überhaupt nicht bereit war, da auch in irgendeiner Weise darauf einzugehen, auf eine Bürgerversicherung. Wir halten das für richtig, halte das auch sehr für richtig, bin auch selber in der AOK und finde das ganze Gesundheitssystem, was wir haben, so reformbedürftig, dass ich gesagt habe, wenn ich noch mal irgendwas in meinem Leben werden möchte, dann Gesundheitsminister, aber dann will ich freie Hand da haben und dann will ich alles das machen, was ich für richtig halte, weil da muss wirklich eine Revolution stattfinden. So kann das nicht weitergehen, weil die Versorgung, also ich erlebe das ja auch, wenn man irgendwo einen Termin haben will, das ist einfach eine Lüge, eine Massenlüge, muss man sagen, von den Ärzten. Natürlich ist es ein Unterschied, ob man anruft, wenn man irgendwo anruft, einen Termin haben will und sagt auf die Frage, welche Versicherung, die fragen das ja so nur so zur Vervollständigung ihrer Frage, ist völlig klar, dass das den Termin, wann du den kriegst, um 3 Monate oder 5 Monate anders ist, wenn du privat versichert bist, anders. Das ist einfach so verrückt, das zu leugnen. Und das kann so nicht weitergehen. Das geht ja in viele Bereiche rein, auch dass viele Sachen, die notwendig sind, nicht bezahlt werden. Also da sind wir, glaube ich, die Grünen ganz rein in ihrer Forderung. Und was bei den Rentenkassen, da muss die Grundversorgung für jeden Bürger und Bürger muss bei einer gesetzlichen Rentenversicherung sein. Also beim letzten kann ich gerne nochmal anknüpfen, das ist nun auch wirklich SPD-Position, dass Rente nicht nur dafür da ist, vor Armut zu schützen, sondern die gesetzliche Rentenversicherung muss den Lebensstandard sichern, den man sich hart erarbeitet hat. Das ist die Aufgabe der Rentenversicherung und als solche sollten wir sie auch verteidigen. Die SPD ist auch sehr eindeutig, dass es diese Zweiklassenmedizin nicht mehr geben darf.
auch da hat mich ehrlich gesagt, auch jetzt unter uns hört ja keiner zu, gewundert, dass das bei den Grünen dazu geführt hat, dass ihr gesagt habt, also wenn es da keine Bewegung gibt, dann geht es nicht. Das würde ich bei uns genauso sehen, weil das was ist, was die Wählerinnen und Wähler, die Menschen wirklich ganz massiv betrifft und in ihrem Innersten auch angeht, diese Zwei-Klassen-Medizin, diese zwei Wartezimmer, dieses Gefühl, wenn man die medizinische Versorgung braucht, kriegt man sie nicht, aber jemand anders kriegt sie. Das kann es in unserem Land nicht geben. Die Frage, wie wird das alles bezahlt oder die übergeordnete Finanzierungsfrage. Ich glaube, dass wir da aufpassen müssen, vor allen Dingen SPD und Bündnis 90, die Grünen aufpassen müssen, dass diese Kampagne, von der du richtigerweise gesprochen hast, jetzt nicht noch fortgesetzt wird und man die falschen Schlussfolgerungen daraus zieht, dass Leute sagen, naja, die Wähler der Grünen und der SPD wollten ja keine Steuererhöhung. Das deckt sich überhaupt nicht mit dem, was nun tatsächlich gemessen worden ist, auch nach der Wahl. 75% der Leute in Deutschland sagen, es ist richtig, die Einkommensteuer zu erhöhen. Und der gleiche Satz sagt auch, es ist richtig, eine Vermögensteuer wieder einzuführen und die großen Vermögen zu beteiligen an der Finanzierung der Aufgaben unseres Staates. Denn, also auch da bin ich ganz klar, es geht nicht nur darum zu sagen, wie finanziert man was, darum geht es auch. Kommunikativ ist so schwierig, wenn man nur sagt, wir wollen mehr einnehmen. Aber es geht auch an dieser Frage, und zwar in erster Linie, um Gerechtigkeit, um eine gerechte Umverteilung. Weil da ist tatsächlich was aus dem Lot geraten. Und deshalb bin ich auch gespannt, da sehe ich die größte Sollbruchstelle bei Gesprächen, wenn sie denn geführt werden ab nächster Woche. Was sich die SPD vorgenommen hat, kostet also eine sehr, sehr hohen zweistelligen Milliardenbetrag, aber auch was die Union sich vorgenommen hat, kostet ganz schön viel Geld. 8 Milliarden, haben die gesagt, braucht man pro Jahr für die Infrastruktur und die sogenannte Mütterrente, die die Union jetzt erfunden hat. Ich glaube, 6 Wochen vor der Wahl erfunden hat, die kostet zwischen 7,5 und 13 Milliarden Euro. Ich bin gespannt, wie man die Investitionen, die notwendig sind, die Infrastruktur, die wir brauchen in der Bildungspolitik, die wir brauchen, um für mehr soziale Gerechtigkeit zu sorgen, wie man das alles hinkriegen will, vor allen Dingen, wenn man das zusammenzählt, was die Schwarzen und wir uns da vorgenommen haben, wie man das hinkriegen will, ohne die Einnahmebasis zu stärken. Ich glaube, dass da wirklich noch der größte Klärungsbedarf besteht. Ja, ich fand es jetzt mutig, dass es zu keiner großen Koalition kommt, wenn es keinen Politikwechsel gibt. Also ich bin ziemlich überzeugt, es wird zu einer großen Koalition kommen und zu keinem Politikwechsel. Aber wir werden... Und die zweite Antwort, die ich noch schuldig bin, bei Hartz IV fordern wir in der Tat ein Konzept sanktionsfreier Mindestsicherung. Und es wäre sicher ganz interessant, nachdem wir da offensichtlich mit den Grünen bei den Sanktionen einig sind, sowas auszuarbeiten. Weil tatsächlich gab es mal der Grundkonsens, dass es keinen Arbeitszwang mehr geben darf. Das war ein Grundkonsens aus den Lehren des Faschismus. Und mit Hartz wurde er wieder eingeführt über die Sanktionen. Von der grundsätzlichen Richtung, glaube ich, könnten wir hier drei relativ schnell auf dem Bereich der Arbeitsmarktregulierung und des Sozialen zum Grundkonsens kommen. Wobei ich schon nochmal betonen will, die Linke hat ein paar Prämissen, die enorm wichtig sind. Keine Privatisierung der Sozialsysteme, aber auch Markt und Wettbewerb haben in den Sozialsystemen und in der öffentlichen Daseinsvorsorge nichts verloren. Wir wollen weder, dass Kinder wettbewerbsfähig erzogen, noch dass Patienten profitorientiert gepflegt werden, ja, sondern das ist in hohem Maße eine öffentliche Aufgabe, die
natürlich effizient und nicht verschwenderisch, aber die gebrauchswertorientiert gemacht werden muss. Da geht es um die Bedürfnisbefriedigung der Menschen. Und die entscheidende Frage hat der Kollege Stöß ja angestoßen, wird natürlich die, also das war jetzt nicht mit Absicht, dieser Stöß wird die Verteilungsfrage sein. Bei allen Fragen, egal ob wir über Rente diskutieren, ob wir über Gesundheitsversorgung diskutieren, geht es im Kern, im Hintergrund immer um die Frage der Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums. Wir sind heute ungemein reicher als vor 30, 40 Jahren und die herrschenden Eliten behaupten seit 20 Jahren, wir könnten uns den gleichen Standard wie vor 30, 40 Jahren nicht leisten. Ja, weil wir offensichtlich über unsere Verhältnisse gelebt haben. Und in Wirklichkeit haben wir natürlich heute viel mehr Möglichkeiten als vor 30, 40 Jahren. Und wer das angehen will, muss den gesellschaftlichen Reichtum angehen. Wenn wir Armutsfragen diskutieren, müssen wir gleichzeitig Reichtumsfragen diskutieren. Wenn wir diskutieren, ob die öffentliche Hand gut ausgestattet ist, müssen wir darüber diskutieren, ob wir ein System des finanzgetriebenen Kapitalismus wollen, der nach dem Prinzip funktioniert, Anhäufung privaten Reichtums in wenigen Händen konzentriert, bei gleichzeitiger öffentlicher Armut. Das heißt, wir müssen definieren, dass der öffentliche Reichtum den Wohlstand der Bevölkerungen steigert und dafür sorgen, dass er hergestellt wird. Das sind, glaube ich, Grundprämissen, wo wir uns hier auch einig werden können, was aber ich noch mal betonen will, was nur geht, wenn man tatsächlich einen richtigen Kampf, eine richtige Auseinandersetzung um die zentralen Zukunftsfragen der Gesellschaft führt. Und wenn man auch bereit ist, sich mit den Kräften anzulegen, die hier ganz andere Interessen haben. Ja, also die sehr wohl von den letzten 20, 30 Jahren profitiert haben. Und vielleicht wäre ein Vorschlag, man könnte ja durchaus, also wenn man das ernst nimmt, dass es sich nicht nur um eine Konstellationsfrage geht, sondern um gesellschaftliche Fragen, könnte man doch überlegen, ob man nicht tatsächlich auch ein außerparlamentarisches Projekt startet, wo man sagt, wo zum Beispiel im Zentrum steht, wir wollen die Prekarisierung der Arbeits- und Lebensverhältnisse ernsthaft bekämpfen und wo wir quasi um ein gemeinsames Projekt ringen, was denn das heißt, eine Gesellschaft ohne Ausgrenzung und ohne Armut, wo es möglich ist, für alle Zugang zu einem normalen. Ich wollte noch nicht die Party einleiten, vielleicht kann man. Und wo ich zumindest überzeugt bin, dass wir da an der Basis. Jetzt rocken wir so richtig los. Sobald ihr soweit seid, wählt eine Option auf. Wir hatten jetzt eine Umfrage der IG Metall. 88 Befragten, da haben wir 500.000 Leute befragt, als oberstes Problem ansehen, dass sie keine Niedriglöhne wollen und keine Prekarisierung. Das ist erstaunlich, weil die Mehrheit der Metaller weder im Niedriglohnbereich ist noch prekarisiert. Aber sie wollen offensichtlich nicht, dass ihre Kinder in prekären Arbeitsverhältnissen leben oder ihre Enkel oder auch die Kinder ihrer Freunde und Bekannte. Man kann da durchaus auf ein Solidarbewusstsein in breiten Teilen der Bevölkerung und auch in der Basis unserer Parteien zurückgreifen. Und deswegen erstaunt es auch, dass die Gewerkschaftsführungen für eine große Koalition sind. Weil wenn sie das ernst nehmen, was hier ihre Basis antwortet, können sie niemals für eine große Koalition sein, sondern sie müssen für einen ernsthaften Politikwechsel eintreten. Okay, hallo? Hallo? Ich werde hier rein. Hallo? Jetzt geht's wieder. So, das war eine interessante Debatte. Ich würde jetzt gerne dieses Thema verlassen und dafür sorgen, dass die Spannung noch mehr steigt. Und wir wollen eine kurze Runde machen zum Thema Außen- und Sicherheitspolitik. Da kann die Sache ganz anders aussehen. Und dann hätten wir von beiden Seiten wenigstens mal so ein Spotlight auf zwei Themenfelder gesetzt, wo man sich vorstellen kann, wie die Debatte laufen könnte. Wer fängt an? Du, Christian, du?
Also da bin ich ja eigentlich nicht der Richtige, um die richtigen Gegenpositionen zu vertreten. Trotzdem argumentiere ich von meiner Position jetzt aus, nicht nur von der der Grünen oder nicht von der der Grünen. Also ich werfe der Linken vor, und das habe ich auch schon im Deutschen Bundestag gemacht, wenn ich da mal reden darf, was ja in diesen Themen die ganz große Ausnahme ist und nur mir gelingt mit Fragen oder Zwischeninterventionen oder sowas schön, dass ich der Linken vorwerfe, dass sie grundsätzlich einfach immer Nein sagen. Das ist einfach, aber nicht immer richtig. Zum Beispiel, gegenwärtig wird darüber diskutiert oder nicht diskutiert, die Bundesregierung hat das beschlossen, dass, glaube ich, 3 Bundeswehrsoldaten in die Westsahara geschickt werden für einen Einsatz dort, um zu überwachen den Friedensvertrag, der da vor Jahrzehnten zwischen Marokko und der Polisario geschlossen worden ist. Das sind, wer da mal gewesen ist, und ich war da 2-mal, weiß, dass das unerträgliche Verhältnisse dort sind und dass dieser Waffenstillstand, der vereinbart werden konnte, gesichert werden muss. Da gibt es übrigens eine Mauer, die man in Berlin längst abgeschafft hat. Mehrere tausend Kilometer lang ist die, glaube ich, so ein Fall. Und nun sagt die Linke, es darf niemals sein, dass Bundeswehrsoldaten im Ausland eingesetzt werden. Und das halte ich für, also die Bundeswehr gibt es. Ich war nach 1990 dafür, die Bundeswehr abzuschaffen, weil ich gesagt habe, da gibt es eigentlich gar keine Aufgaben mehr. Aber die Bundeswehr gibt es, die gibt es inzwischen als eine reine Berufsarmee, also keine Wehrpflichtigen, weil es keine Wehrpflicht mehr gibt, jedenfalls keine ausgeübte Wehrpflicht mehr, angewandte Wehrpflicht mehr gibt. Und so kann ich eine ganze Reihe von Beispielen sagen, wo wir uns auch gestritten haben. Jan van Aken, den ich sehr, sehr schätze, in vielen Sachen, wegen den sitze ich häufig im Auswärtigen Ausschuss. Aber wie er nach wie vor verneinen kann, dass zum Beispiel Bundeswehroffiziere, Bundeswehrsoldaten im Sudan tätig werden, nicht mit der Knarre, um sie anzuwenden, sondern um dort Friedensvertragsvereinbarungen zu sichern und zu verhindern, mitzuhelfen, zu verhindern, im Auftrag der UNO, im UNO-Mandat, dass die dahin geschickt werden. Das halte ich nicht für vertretbar und halte ich für falsch. Das sind die Einsätze, wo auch ich zustimme. Sie wissen, dass ich in allen Kampfeinsätzen der Bundeswehr, die im Ausland stattfinden, derzeit und stattgefunden haben, dagegen gestimmt habe, konstant mit Nein gestimmt habe. Nicht, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es das auch mal geben wird. Ich habe immer gesagt, ich bin sehr engagiert in Ruanda gewesen, ich war da auch ein paar Mal, wenn ich dort gewesen wäre, als der Massenmord passiert ist, und da waren ja UNO-Soldaten da, ich hätte mich vor die Kirche gestellt mit Maschinengewehr und hätte die Leute, die die Kirche, wo 1500 Menschen, Frauen, Kinder, Männer drin waren und dann die Kirche angezündet wurde und jeder, der rauskam, fliehen wollte, dann mit der Machete geköpft worden ist, ich hätte dort mit der Waffe eingegriffen. Und hätte es auch für richtig gehalten. Das heißt, es gibt es immer nur, sage ich, die Einsätze, wo die Bundeswehr bisher zu Kampfeinsätzen eingesetzt worden ist. Da war das in keinem einzigen Fall das letzte Mittel. Und da gab es Alternativen und das war auch nicht gerechtfertigt und es hatte kein UNO-Mandat und. Deshalb war ich dagegen. Aber die Politik in der Auswärtigen und Sicherheitspolitik, ich weiß, dass das auch in der Linken umstritten ist, aber ich könnte mir keine Koalition vorstellen, in der, wenn die Linke diese Position konstant vertritt und das auch von der Bundesregierung ja dann fordert, wenn sie Teil dieser Regierung ist, dann, dass da eine Gemeinsamkeit stattfinden könnte, eine Gemeinsamkeit festgestellt werden könnte. Das heißt, die Linke muss da einige Schritte über die einfache Neinsagergeschichte hinaus tun. Das letzte Beispiel ist für mich Afghanistan, ist ja das Land, um das ich mich in dieser ganzen Regierungszeit am meisten gekümmert habe. Ich bin ja auch dort gewesen 2-mal,
Aber ich halte die Position der Linken zu sagen, sofort raus aus Afghanistan, alle Bundeswehrsoldaten so innerhalb von ein paar Tagen oder ein paar Wochen da rauszukommen, halte ich für falsch. Ich halte es für vordringlicher und richtiger, den Krieg dort zu beenden und dann zu sehen, wie man in einem geordneten Rückzug da rauskommt, im Rahmen von Verhandlungen, mit Verhandlungen, damit man das Ganze nicht im Chaos in einem neuen, schrecklichen, blutigen Bürgerkrieg hinterlässt. Also da gibt es tatsächlich Positionen, die selbst ich als jemand, der ja dafür bekannt ist, dass er im Bundestag häufig dagegen seine Fraktion gestimmt hat und in der Partei immer um Mehrheiten für meine Position gekämpft hat, verstehe ich nicht, wie man da so argumentieren kann und handeln kann, wie das die Linke tut. Also da kann ich, glaube ich, ganz gut anknüpfen. Die SPD möchte nicht die NATO verlassen, möchte auch nicht die Bundeswehr abschaffen. Und die Fragen, die Christian Ströbele formuliert hat, stellen sich natürlich für die Sozialdemokratie auch. Es ist so, dass wir dafür eintreten, zivile Konfliktprävention zu stärken, zivilgesellschaftliche Strukturen in den Ländern zu stärken, auch unbedingt etwas zu unternehmen im Bereich der Rüstungsexporte. Ich glaube tatsächlich, dass man da auch eine Annäherung hinbekommt. Ich weiß, Position der Linken ist zu sagen, strikt das ganz zu verbieten. Ich denke, man kann darüber reden, ob nach Frankreich Waffen geliefert werden dürfen. Das halte ich für zulässig, aber die Frage, ob wir eben diese Waffendeals machen müssen, wirklich mit Saudi-Arabien am laufenden Band und wie die CDU-CSU es nun vorhat, eben doch noch weiter auszubauen und überhaupt nichts aus den Krisen der Vergangenheit zu lernen, da denke ich auch, dass wir auch in dem Bereich wirklich einen Politikwechsel brauchen, auch in den Strukturen, dass eben nicht nur dieser Bundessicherheitsrat über solche Fragen entscheidet, sondern dass es ein echtes parlamentarisches Kontrollgremium gibt, wo diese Vorgänge auch transparent gemacht werden können. Wo wir, glaube ich, auch einen Klärungsbedarf und ein Problem haben, ist der Bereich der Europapolitik. Die SPD bekennt sich dazu, dass wir den Vertrag von Lissabon unterstützt haben und dass wir den europäischen Einigungsprozess und eine europäische Solidarität unterstützen. Uns ist ja tatsächlich sogar eine, ich finde, hervorragende Europaabgeordnete von der Linken ist ja zu uns gekommen, nämlich Silvia Yvonne Kaufmann, die wir jetzt für die SPD ins Europaparlament schicken werden, die Linke verlassen hat, weil sie gesagt hat, diesen europafeindlichen Kurs kann sie an der Stelle nicht mehr mittragen. Ich bin stolz darauf, dass wir sagen, diese Frau werden wir jetzt für die Sozialdemokratie von Berlin aus ins Europaparlament schicken. Das sieht jedenfalls sehr gut aus, dass das klappen wird. Auch hier gibt es in vielen Einzelheiten sicherlich einzeln zu klärende Fragen, aber die Grundfrage, steht man für diesen europäischen Einigungsprozess, steht man für europäische Solidarität, die sich nicht nur darauf beschränkt, in Athen mit Demonstrieren zu gehen, die muss beantwortet werden. Ja, es gab es ja schon immer, dass Linke Sozialdemokraten geworden sind und umgekehrt. an sich noch kein Argument, aber ich will, wir berühren hier eine wirkliche Grundsatzfrage. Ich will mal daran erinnern, dass es 50 Jahre der Grundkonsens dieser Republik war, dass von deutschem Boden nie wieder Krieg ausgehen darf. Und dass dafür im Übrigen ein sozialdemokratischer Kanzler gestanden hat, Willy Brandt. Insofern müssen wir, glaube ich, zumindest den Grundkonsens herstellen, dass wir aus der Kriegslogik ausbrechen müssen. Ich kann überhaupt nicht sehen, wenn ich die ganzen, es geht jetzt wirklich mal um die Debatte Kriegseinsätze, wir haben ja durchaus einen Unterschied, es ist vollkommen richtig, die Linke ist gegen alle Auslandseinsätze, aber die Haltelinie für Regierungsbeteiligungen, was wir jetzt sprechen, sind Kampfeinsätze. Und die Linke ist auch für einen Austritt aus der NATO. Aber natürlich wissen wir, dass selbst wenn die SPD dem beitreten würde,
und die Grünen das nicht von heute auf morgen geht. Ich will aber im Übrigen daran erinnern, dass Helmut Schmidt zur NATO gesagt hat, in Wirklichkeit ist sie überflüssig. Helmut Schmidt, also nicht ich. Ich bin auch der Meinung, aber also da gibt es vielleicht auch Bewegung in unsere Richtung. Aber wir erleben doch, dass die Linke in beängstigter Form Recht behalten hat. Alle diese Kriegseinsätze, egal ob wir Jugoslawien diskutieren, ob wir Afghanistan diskutieren, ob wir Libyen diskutieren, Irak, gut, waren die SPD und die Grünen auch dagegen, obwohl sie es ja ein bisschen auch mitgemacht haben indirekt, bestätigen doch in hohem Maße, dass keines der Probleme gelöst wird. Im Gegenteil, wenn wir uns heute den Irak angucken oder wenn wir uns heute Libyen angucken oder wenn wir uns heute Afghanistan angucken, sind die Probleme deutlich größer. Deutlich größer. Und insofern wäre es an dem Punkt, glaube ich, richtig, dass sich die SPD und die Grünen nicht an uns ernähren, sondern an die Realität. Also es gibt ja auch heute gar keinen Streit mehr, dass man zurück muss. Vielleicht gibt es einen Streit über die Geschwindigkeit, aber keiner will ja mehr in Afghanistan bleiben. Auch in Syrien hat ja Gott sei Dank niemand ernsthaft die Forderung aufgestellt. Also wir werden da ins nächste Abenteuer geschlittert. Also da glaube ich, können wir durchaus uns eine Grundsatzdiskussion darüber leisten. Und ich bin überzeugt, da wird die Linke, wenn man es an der Realität misst, gar nicht so schlecht aussehen in der inhaltlichen Debatte. Das zweite Problem, ich räume vollkommen ein, dass es dort Probleme gibt, die einen erschüttern, wo man dann auch hilflos dasteht. Aber wir täten gut dran, wenn wir über die Weltlage diskutieren, über Gräuel, über Gruppen, die dort aufeinander losgehen, wenn wir dort eine Ursachendiskussion machen. In aller Regel stecken hinter Kriegen und Gräueltaten und Massenmorden und was vieles andere auf der Welt passiert, stecken dahinter soziale Ursachen und unterschiedliche Interessen. Ich meine, hinter den Kriegsinteressen stecken oft auch imperiale Interessen auf Ressourcen, Rohstoffe und geostrategische Vorteile. Aber in den Ländern, wenn es Bürgerkriege gibt, sind sie häufig Ausdruck sozialer Verelendungsprozesse und sozialer Interessen und bestimmter Herrschaftsverhältnisse, wo in den meisten Fällen die westliche Politik auf der falschen Seite gestanden hat. Und wenn wir dann über die Frage diskutieren, gehen da Polizisten oder Soldaten oder andere hin, diskutiert, wird es am Ende diskutiert des Prozesses. Und nicht praktisch die Vorstufen, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Und wenn wir das Problem lösen wollen, dann brauchen wir natürlich tatsächlich eine gerechte Weltwirtschaftsordnung. Wir müssen die Ursache von Not, Elend und damit auch von Bürgerkriegen und Kriegen diskutieren. Und wenn wir nicht an den Ursachen ansetzen, dann gibt es eine fürchterliche Kriegslogik, die aber bisher nirgendwo zu einer Lösung geführt hat. Und das wäre natürlich die wirklich interessante Debatte. Wie können wir tatsächlich die Ursachen von Kriegen, Bürgerkriegen angehen und bekämpfen? Und da bin ich überzeugt, da wird es nur mit friedlichen Mitteln gehen. Okay, ich würde das jetzt hier öffnen, also dass Sie sich melden können, sich beteiligen können an der Debatte, so, oder Fragen stellen. Mach ich nach. Zur Europapolitik, das habe ich jetzt völlig vergessen. Vielleicht darf ich nur da zwei Sätze sagen. Ich glaube, dass der Vorwurf, die Linke wäre europafeindlich, falsch ist. Wir werden da eher über die AfD diskutieren müssen, die tatsächlich einen nationalpopulistischen Charakter hat. Ich glaube aber, dass vielleicht ungewollt hier SPD und Grüne eine europafeindliche Politik machen. Wenn wir quasi mit ESM und Fiskalpakt mit dazu beitragen, dass uns große Teile von Europa verelenden. Es ist doch erwiesen, dass quasi in die Krise rein niemals erfolgreich Austeritätspolitik gemacht werden kann.
Also es behaupte nicht ich nur, sondern also amerikanische Nobelpreisträger Stiglitz schreibt in seinem Buch, eher ein Sozialdemokraten-Keynesianist, noch niemals in der Geschichte hat es geklappt, erfolgreich in Krisen rein zu sparen. Das ist ja nicht nur Sparen, sondern das sind ja Verkürzungs- und Verarmungsprogramme. Das kann nicht funktionieren und das sehen wir in Griechenland, in Spanien, Italien, überall. Wir haben extreme wirtschaftliche Probleme in ganz Europa. Mit dazu beigetragen hat meines Erachtens die Politik von Merkel und der Troika, zu der Grüne und SPD nicht Nein gesagt haben, sondern immer zugestimmt haben. Wenn wir den Zustand haben, dass das so weitergeht und wir erleben, dass 50-60% der Jugendlichen in manchen Ländern arbeitslos sind, über 20% der europäischen Bevölkerung praktisch armutsgefährdet ist, und dann, glaube ich, wird ungewollt über diese sozialen Prozesse und über diese sozialen Spaltungsprozesse werden antieuropäische Töne kommen. Wer also wirklich Europa will und ein Zusammenwachsen der Völker, und das nehme ich ganz ernst, und auch eine Friedenspolitik will, muss gucken, dass es eine soziale Zukunftsperspektive aller Länder gibt und aller Völker in Europa. Wenn wir das nicht tun, wird Europa unter der Hand zerbröckeln und zerstört. Und die Politik, die hier betrieben wird und die leider nur unsere Opposition gekannt hat, trägt objektiv dazu bei. Okay, gibt es jetzt von euch Meldungen? Das müsst ihr. Ich kann es nur versuchen. Ja, vielleicht da. Achso, die Gärten. Mir ist ein Punkt wichtig und zwar interessiert mich, es wurde ja vorhin gesagt. Könnt ihr kurz sagen, wer ihr seid? Ja, mein Name ist Josef Vossmann. Josef Vossmann. Ich wohne jetzt seit 4 Monaten in Berlin. War vorher sehr viel in Berlin, habe immer mich für die Dinge interessiert, viel mitgekriegt und bin froh, dass es heute Abend diese Diskussion gibt hier. Dann bin ich immer auch hier zur Stelle. Mich interessiert ein Punkt ganz besonders und zwar diese Sache Ausgrenzungsgeschichten gegenüber der Linken. Und wir haben vorhin ja schon gesagt, ich glaube von Christian Ströbele kam das, ja, oder auch von Bernd Rixinger, das ist ja alles nicht so ganz neu, das gab es in dieser einen oder anderen Form auch im Laufe der Geschichte mal, mit den und den Facetten und Auswirkungen. Und ich denke und habe das Gefühl, wir waren und sind aktuell wieder an einem solchen Punkt. Und das finde ich, ist eigentlich überflüssig. Und ich glaube, dass es wichtig ist, über diesen Punkt mal einen Schritt zurück zu gehen, sich Zeit zu nehmen und darüber mal nachzudenken, was da eigentlich passiert. Wieso kommt es eigentlich dazu? Man könnte sich ja auch zum Beispiel denken, ich sage es jetzt mal ganz krass, anstatt dass die SPD auf die CDU und die Union und die rechte Seite zugeht, könnte sie ja auch mehr auf die linke Seite zugehen und denen zum Beispiel mal sich zuwenden, ihnen vielleicht auch sogar helfen, bei Dingen, wo die einzelnen Parteien sich nicht so leicht tun. Denn die Linken haben ja natürlich auch schwierige Prozesse durchgemacht, haben wir ja alle in der Bevölkerung mitgekriegt. Und könnte man ihnen dabei zum Beispiel nicht mal ein bisschen mehr helfen, als sich nur der CDU zuzuwenden, sage ich jetzt mal ganz provokativ. Okay, und ich denke, das ist wichtig, dass das mal noch überlegt wird. Florian Warwick, ich bin im Vorstand der Linken Neukölln. Genau, vielleicht die Frage auch aufgreifend, eine ganz kurze Anekdote und eine Frage. Die Anekdote, Wahlkampffeier, 23. September, die Linke Neukölln, bestes Ergebnis in allen Westbezirken dieses Landes, deswegen auch entsprechende Euphorie. Kreuzberg. Ist aber kein reiner Westbezirk, wenn wir so. Aber ich kann auch, wenn so wollen, zumindest das höchste. Kreuzberg liegt im Westen. Dann sagen wir den höchsten Stimmzugewinn. Und da müssen wir uns jetzt innerhalb Genossen darüber nicht streiten. Gut. Worauf ich hinaus will, ist, gegen 1 Uhr
kamen Jan Stöß und Fritz Felgentreu zu uns, um uns zu diesem, wie auch immer, zu gewichteten, aber auf jeden Fall Erfolg zu gratulieren. Das finde ich war auf jeden Fall echt eine schöne Geste. Wir haben diesen Besuch dann auch. War eine gute Feier. War auch eine gute Feier. Aber wir haben diesen Besuch dann auch erwidert, etwas weniger prominent sozusagen. Wir haben im Hangover gefeiert, die SPD in der Villa Rixdorf. Das sagt vielleicht auch schon was. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall hat sich aufgrund dieser Initiative dann tatsächlich auch eine Dynamik entwickelt, wo wir dann Leute von der Linken Neukölln, Leute von der Neuköllner SPD bis 5 Uhr morgens schlussendlich durch die Straße Neukölln gezogen sind mit sehr spannenden politischen Diskussionen. Da wollte ich zum einen sagen, die Initiative ging definitiv von Jan Stöß und den Sozialdemokraten aus. Und angesichts auch der politischen Verortung sowohl der Linken Neukölln als auch der SPD in Neukölln war das, glaube ich, ein kommunikatives Experiment, das ganz spannend war. Und klar, von all den Themen war internationale Politik in Europa da, wo man gemerkt hat, da knappt es am meisten. Aber nichtsdestotrotz war das, fand ich, ein guter Auftakt. Und apropos Auftakt, dann auch mal danke an die Kreuzberger Genossen für diese Initiative hier. Jetzt noch die Frage, ich koordiniere für die Linke auch den Arbeitskreis Lateinamerika und komme darüber relativ oft in Europa mit anderen politischen Parteien, unseren Schwesterparteien, Kontakt. Und wenn man da analysiert, was war sozusagen die Bilanz von Regierungsbeteiligung mit der Sozialdemokratie, sei das in Norwegen, sei das in Frankreich, sei es auch hier in Berlin, dann ist diese Bilanz durchweg negativ. Also die Sozialdemokratie hat sich meistens noch stabilisieren können, aber die Kräfte links der Sozialdemokratie, natürlich auch in dem entsprechenden Kräfteverhältnis, wie wir das jetzt auch hier in Deutschland haben, hat immer massiv an Stimmen verloren. Deswegen meine Frage an Bernd sozusagen, was wäre dein strategischer Ansatz, damit dieser für mich schon fast schicksalhafte Pfadabhängigkeit, die ich da die letzten 20 Jahre gesehen habe bei Regierungsbeteiligung auf nationaler Ebene, um dass da sozusagen die Linke nicht so leidet oder nicht so massiv an Stimmen verliert. Und wie gesagt, das kann man vom Norden Europas bis zum Süden, zeigt sich dasselbe Schema. Genau, das wäre die Frage. Vielen Dank. Die Frau mit dem Schal, ja, genau. Dann hier eine Frau, dann da. Ja, die Frau mit Schal heißt Irene Jäger, lebt seit 5 Jahren in Berlin, seit sie hauptamtlich Vollzeit tätig, also ihre Tätigkeit im Mittel- und Nahost als in der Entwicklungszusammenarbeit für die GTZ damals, heute GIZ, und die EU tätig war. Aber ich will darüber jetzt gar nicht sprechen, sondern ich dachte, bis vor 15 Minuten bin ich eigentlich in einer Versammlung der Gewerkschaften. Die Themen sind alle in Ordnung. Ihr könnt kontrovers diskutieren oder wie immer, aber ich fragte mich, wo bleibt denn hier Europa? Das fragte ich mich den ganzen Wahlkampf. Leben wir denn auf einer kleinen Insel hinter Ozeanien und beschäftigen uns mit uns selbst, sagen dann gleichzeitig, wir müssen die Ursachen sehen und der Herr spricht von der Linken von Weltwirtschaft, Politik. Ja, schaut doch mal Europa an. Wollen wir denn so weitermachen? Wo sind denn die Ursachen für die Krisen? Wir brauchen nicht erst an der Sozialpolitik anzufangen, sondern an einer aktiven Europapolitik, Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik. Wollen wir weiter eine nicht demokratisch gewählte Kommission und wollen wir das Auslandssprecherin und Frau Ashton heißt, überlassen, was hier geschieht? Das ist meine Frage und ich muss sagen, ich bin, seit ich den Wahlkampf, wir haben ihn intensiv verfolgt, ich bin da zutiefst, zutiefst betroffen. Okay, dann, hier vorne erst. Ja, wir müssen ein bisschen auf den Schlüssel achten. Hier vorne und dann, ja, und dann da. Ja, der kommt dann da oder so rum, ja. Also mein Name ist Jocelyne Jean-Vicelin, ich bin gebürtige Französin, also in diesem Sinne ist Europa schon hier. Das war ein Witz, ja.
also mein Hauptanliegen ist, dass ich entsetzt war, gestern zu hören, dass die SPD so eine riesige Spende von Quant bekommen hat. Ich kenne ja alle die Geschichte. CDU hat diese 690, ich weiß, aber auch, also mindestens in den Nachrichten, was ich gesehen habe, dass auch mindestens im Laufe der Geschichte die SPD von Quant, also 150.000 Mark, ich spreche jetzt nicht von den 690.000 ganz neu, sondern überhaupt in der Geschichte der SPD. Und ich war entsetzt, weil für mich das ist Bestechung. Gut, werden Sie mir sagen, in Frankreich ist es auch so, ne? Betancourt und so weiter, das ging auch durch Deutschland. Also mir geht es grundsätzlich um die Frage, wie kann man also überhaupt eine Demokratie sich vorstellen, wo Bestechung erlaubt ist. Und ich habe das als, also für mich das ist Bestechung. Und es ist klar, wenn Geld regiert die Welt und wenn jemand Geld gibt, dann will, da soll man dabei springen. Naja, auf jeden Fall. Ich habe das sehr willkommen geheißen, dass Transparency International, der Bundespräsident, aufgefordert hat, diese... meine Frage ist, wie steht ihr dazu und seht ihr eigentlich, wie seht ihr die Zukunft, ob es wirklich, was wird der Bundespräsident jetzt machen und wird sich etwas verändern? Dann der Herr da vorne, ja, genau, ja, und dann war hier noch jemand, der steht da nicht mehr. Ja. Nee, das war jemand anders. Auch wenn wir keine Gewerkschaftsversammlung sind, mein Name ist Geigenmüller, ich bin von Verdi, Seniorengruppe, Pankow. Und ich hätte eine Frage, und zwar Sachsen-Anhalt. Und zwar die Frage geht an den Vertreter der SPD. Also mir ist bekannt hier noch aus der Entwicklung nach der staatlichen Vereinigung, dass in Sachsen-Anhalt es ein Tolerierungsmodell gab, wo die damalige PDS durch ihre Tolerierung dafür einstand, dass es eine SPD-Grünen-Regierung, eine Koalitionsregierung gab und die SPD und FDP nicht rankamen. So, jetzt ist die Entwicklung ja so, Sachsen-Anhalt ist durch die jetzige Koalition vollkommen runtergewirtschaftet. Es gibt dort nur noch Streichungsorgien und jetzt ist meine Frage, was hättest du dafür eine Auffassung? Die Linke hat in Sachsen-Anhalt der SPD vorgeschlagen, praktisch der jetzigen Regierung das Vertrauen zu entziehen, denn es würde ausreichen, in Sachsen-Anhalt eine rot-rote Regierung zu installieren. Und das wäre dort durchaus möglich. Und das Beispiel, dass man gemeinsam regieren konnte, ist ja schon mal gemacht worden. Wo ist der Unterschied bestand damals darin, dass die PDS nicht am Kabinettstisch mitsaß? Also ja, das Beispiel mal. So, und dann die Frage an alle jetzt hier zur Mietenexplosion hier in Berlin. Aber kürzer bitte, ja. Ja, da die Frage. Und zwar, ich meine, wenn ich nur mal vom Grundgesetz ausgehe, Artikel 14, wo es dort eine Passage gibt, Eigentum verpflichtet, also darf nicht dem Gemeinwohl widersprechen. Ich verstehe überhaupt nicht, dass es überhaupt keinerlei juristische Initiativen gibt, diesem Mietwucher zu begegnen. Das kann ich ja sogar mit dem BGB machen, sittenwidrige Verträge. Wann geschieht dort mal etwas hier in Berlin? Der Herr da, ja, der hat sich schon lange gemeldet. Und wenn Sie das ein bisschen kürzer machen können, sonst wird es so langatmig. Ja. Helmut Horst aus Gosen, das liegt gleich hinter Köpenick in Brandenburg. Also, ich möchte noch die Diskussion wieder zu der generellen strategischen Frage zurückführen. Also Rot-Rot-Grün, das war ja hier das Thema. Und ob es dazu Alternativen gibt, denke ich mal. Und also ich bin sehr dafür, dass das klappt, dass wir diesen Weg verfolgen. Und meine erste Frage ist,
ob man sich vorstellen kann von euch, dass auch Spitzenpolitiker sozusagen, so heute, wie wir hier heute sitzen, sich mit dem Thema befassen. Die zweite Sache, die mir am Herzen liegt, also als Alternative, also ich finde, dass der Mut so gering ist, dass man also sagt, wenn wir hier eine Minderheitsregierung machen, was ja denkbar wäre, also die CDU allein regieren, finde ich ganz spannend, ja, gegen die breite Opposition. Aber da gibt es keine Traute in Deutschland. Mindestregierung wird abgelehnt. Das heißt immer, wir müssen eine ganz stabile Regierung haben. Ja? Und das richtet sich ja auch gegen die Linke. Die Linke ist auch ein Stabilitätsschwächungsfaktor in diesem Sinne, in der Öffentlichkeit. Und da müssen wir dagegen halten, dass das so ist. Denn in einer Minderheitenregierung, da spielt die Demokratie insgesamt eine viel größere Rolle. Die muss sich Mehrheiten beschaffen. Ja? Und das sollten wir eben auch mit als eine mögliche Alternative, wenn es jetzt hoffentlich nicht klappen würde, sowohl mit den Grünen als auch mit der SPD, dann wäre die Diskussion wieder offen. Ja, vielleicht so, dann muss das Mikro nicht so weit laufen. Wenn es kürzer ging, ging es schneller, ja. Darf ich eine, Ludolf von Saldern aus Berlin, ich wollte anmerken, dass ich den Vergleich zwischen Sanktionen bei Hartz IV und NS-Zwangsarbeiter absolut verfehlt finde und wollte Gelegenheit geben, den zu relativieren. Ja, guten Abend, Bernd Hartesur, seit etwas über einem Jahr Berliner, vorher im deutsch-französischen Raum politisch, aber überparteilich sehr aktiv. Was ich sagen wollte, ich möchte mich kurz outen hier politisch, ich habe mein Leben lang Grün und Rot gewählt und dieses Mal links, obwohl das manchmal mir zu kategorisch ist, was Christian Ströbele vorhin gesagt hat, das möchte ich unterstreichen bezüglich dem zu kategorischen. Ja. Zu euch, Rot und Grün, ich habe deswegen euch diesmal nicht gewählt, weil ich etwas vermisst habe, nämlich das, was der Bernd Rixinger angesprochen hat vorhin. Er hatte gesagt, vielleicht finden wir eine gemeinsame Linie, wo wir die Gesellschaft verändern wollen. Ja? Und das ist für mich eine wichtige Frage. Wollen wir das? Wollt ihr das? Ja? Wollt ihr Rot und Grün, wollt ihr die Gesellschaft noch verändern oder wollt ihr sie verwalten? Dann Ulrike hatte sich gemeldet. Ulrike? Und dann der Herr da hinten und dann würde ich erstmal wieder zurück ans Podium gehen. Ja, mein Name ist Ulrike Hase. Ich bin hier von Kreuzberg und ich lebe seit, weiß nicht, fast 30 Jahren hier in Berlin. Und ich wollte nochmal den Vorschlag von Bernd aufgreifen. Und zwar, er hat gesagt, also man könnte ja ein außerparlamentarisches Projekt, ein gemeinsames, angehen. Da hätte ich auch gleich einen Vorschlag, gerade auf Berliner Ebene. Und zwar, was ja sehr drängt, am 3.11. ist der Volksentscheid für den Energietisch. Also die Grünen bekennen sich da irgendwie zu, aber wenn wir auf der Straße sind, also da vermissen wir eure Basis sehr. Ne? Wir sind da immer die Einzigen, die außerhalb des Energietischs von irgendeiner Partei da rumhüpfen und was machen. Und von den Linken in der SPD würde ich mir schon auch wünschen, dass sie ein bisschen mehr Druck auf ihre Oberen macht. Da hinten. Okay. Ja, Barry Hähnel mein Name. Seit über 50 Jahren lebe ich in Berlin. Also eigentlich schon immer. Ich würde ganz gerne kurz... Also ich habe auch darüber nachgedacht, warum mit bei diesen Bundestagswahlen nicht zu linken Mehrheiten in diesem Land gekommen ist. Dieser Diskussionsabend hat mir gezeigt, dass es keine gemeinsame Idee der Linken gibt. Ich würde da auch ein bisschen weitergehen und würde sagen, es gibt keine große Vision der Linken. Das konnte ich hier also heute nicht so richtig erkennen. Gravierend werden die Unterschiede natürlich in der Friedenspolitik, ist völlig klar. Aber wenn ich mir SPD-Mitglieder angucke wie Thilo Sarrazin, oder den Neuköllner Bürgermeister, wird mir schon ein bisschen schwummrig. Meine Frage wäre ja mal, weil wir ja heute bei neuen Bündnissen sind,
was spräche denn gegen eine Regierung aus der Partei Die Linke und dem Bündnis 90 Die Grünen in Berlin? Gut, dann gebe ich jetzt zurück ans Podium. Bernd, willst du anfangen? Ja, ich schaue mal, dass ich das ein bisschen im Staccato mache. Vielleicht zuerst, damit kein Missverständnis aufkommt, ich habe nicht gesagt, dass Hartz IV das gleiche ist wie Zwangsarbeit bei den Faschisten, sondern ich habe gesagt, dass es eine Erkenntnis war aus dem Faschismus, dass man keine Zwangsarbeit mehr macht. Nicht, dass das das gleiche ist. Also deswegen war ja unser Sozialsystem auch nach dem Krieg anders geordnet und war Hartz IV in der Tat eine vollkommene Zäsur. Also dieser Logik, eine ganz grundlegende. Und es ist schon eine gewisse Tragik, dass das ausgerechnet von SPD und Grünen kommt. Und das habe ich jetzt durchaus positiv vermerkt, dass da davon auch eine Distanzierung stattfindet. Also völlig zu Recht. Ich glaube, die Sache mit der Minderheitenregierung, die wird in Deutschland nicht kommen. Die CDU wird sich auf keine Minderheitenregierung einlassen. Und sie hat auch eine starke Position. Also dadurch, dass die SPD das ausgeschlossen hat mit den Linken, das müsste quasi korrigiert werden, ist auch die SPD in einer schwachen Position, weil sie muss Neuwahlen eher fürchten. Und die CDU hat immer noch zwei Optionen, wieder zu den Grünen zu gehen, die die Tür nicht völlig zugemacht haben, oder mit Neuwahlen zu drohen. Und ich vermute, dass diese Drohung wirkt und alles andere zustande kommt, aber keine Minderheitenregierung. Ich glaube, wir können uns da relativ getrost auf eine große Koalition einstellen. Als meine Prognose wäre schön, wenn du recht hättest, aber ich glaube, dass das eher so kommt. Und es wäre in der Tat schon ein riesiger Fortschritt, wenn die Ausgrenzung der Linken aufhören würde, dann könnten wir unbefangener über zukünftige politische Projekte reden. Solange grundsätzlich die Zusammenarbeit ausgeschlossen wird, findet sie natürlich auch nur begrenzt an der Basis statt. Und das wäre natürlich der Beginn, dass man quasi, also ich habe das nicht umsonst eingebracht mit den Projekten. Weil ich eben, deswegen auch nochmal zu der Frage, die Bilanz für die Linken von Regierungsbeteiligungen ist schlecht, nicht nur in Deutschland, das stimmt, auch in anderen Ländern. Deswegen muss ja auch die Linke sich das immer gründlich überlegen. Ich glaube, und da würde ich meine These vom Anfang nochmal bestärken, dass linke Bündnisse nur einen Sinn haben, wenn sie außerparlamentarisch gestützt werden. Also wenn es gesellschaftliche Bewegungen gibt, die dort drin auch linke Politik mittragen. Und wir quasi nicht im luftleeren Raum dort rein parlamentarisch operieren, sondern dessen Ausdruck tatsächlich von einer Wechselstimmung ist und die Linke sich mit ihren Positionen auch auf gesellschaftliche Bewegungen stützen kann. Umgekehrt glaube ich im Übrigen, dass es auch für die anderen Parteien gilt. Also es ist nicht umsonst hier gesagt worden, wir brauchen sowas wie eine linke Vision. Ich meine, vielleicht wäre das ein bisschen eine übertriebene Erwartung. Aber es muss ein politischer Wille da sein, tatsächlich die Gesellschaft in eine sozialere, demokratische Richtung zu verändern. Wenn dieser Wille fehlt und es ist nur eine Notlösung aus arithmetischen Gründen, werden wir kein wirklich alternatives Politikprojekt hinkriegen. Und das ist ein bisschen meine Angst. Wenn jetzt die SPD in eine große Koalition geht und die Grünen mehr in die Mitte, könnte das sein, dass es erschwert wird, so ein Projekt. Viele gehen ja davon aus, 2017 wird es ganz anders sein. Aber dazwischen liegen ja dann 4 Jahre konkreter Politik. Für die Linken werden die 4 Jahre leichter mit einer großen Koalition. Also völlig klar, kleine Parteien haben in großen Koalitionen bessere Perspektiven. Ja, also wir werden da wahrscheinlich eher zulegen. Also aus Parteiinteresse könnte man sagen, das Beste, was den Linken passieren kann. Aber wenn man die gesellschaftliche Wirklichkeit angeht, können wir eigentlich nur einen Horror davon haben, wenn es irgendwie 4 Jahre so weitergeht. Also wenn wir einen Bruch herbeiführen wollen, quasi mit dieser Logik, dann müssen wir
tatsächlich eine politische Allianz schmieden, die zu einem Politikwechsel kommt. Und da bleibe ich dabei, die muss von unten her zumindest mitgeschmiedet werden und die Führungen müssen sich gut überlegen, ob sie den bisherigen Kurs beibehalten. Europa, völlig richtig, wir haben das übrigens in der Auswertung auch gesagt, völlig ausgeblendet worden, obwohl es eine zentrale Zukunftsfrage ist, wie mit der Krise in Europa umgegangen wird. Ich bin ziemlich überzeugt, relativ schnell werden wir die Themen wieder auf dem Tisch haben, weil in der Tat die Krise nicht gelöst wird oder gelöst ist und die Probleme, die wir vor Monaten hatten, werden wieder auf den Tisch kommen. Auch im Übrigen verstärkt in Deutschland. Es darf ja niemand ernsthaft glauben, dass um uns herum die wirtschaftliche Lage vieler Länder zusammenbricht, aber in Deutschland bleibt es, wie es ist. Also das halte ich für eine wirkliche Illusion. Sondern das wird wie ein Bumerang zurückkommen und dann müssen wir uns dieser Frage stellen und auch da gebe ich vollkommen recht, es ist nicht nur eine Frage der Wirtschaft, auch eine Frage der Demokratie. Also Diktate gegen andere gewählte Regierungen, Verträge, die nicht mehr geändert werden können, selbst wenn das Volk was anderes will und die Einsetzung von Technokratenregierungen zerstört auf die Dauer die europäische Demokratie. Und in der Tat bin ich da sehr dafür, die Kommissionstechnokratie durch eine Ausweitung der demokratischen Rechte zu begegnen. Aber ich glaube, wir brauchen da ein bisschen mehr. Also wir müssen quasi eine Vorstellung haben, wie dieser Negativkreislauf in Europa beendet wird. Und wie gesagt, da geht es wirklich um das Prinzip, dass die Logik, andere Länder ärmer zu machen und zu meinen, das funktioniert auf die Dauer für Europa, dass die durchbrochen wird. Das scheint mir der entscheidende Punkt zu sein. Das Prinzip wird sein, nur uns wird es auf die Dauer gut gehen, wenn es unseren Nachbarn auch gut geht. Und die Logik von Frau Merkel ist, alles dem Wettbewerb unterzuordnen. Sie hat eine reine Wettbewerbslogik, will Europa zum wettbewerbsfähigsten Raum machen. Ich sage mal auf Schwäbisch, scheißegal, wer dabei auf der Strecke bleibt. Und die Logik muss durchbrochen werden und das wäre eigentlich auch eine Stunde sozialdemokratischer Politik, weil sie durchaus mal eine andere Vorstellung von Europa hatte. Ja, und selbst der Keynesianismus, ich bin kein Keynesianist, aber selbst der Keynesianismus würde andere Optionen bringen, also mehr Nachfrageorientierung, mehr Wirtschaftsförderung, mehr Sozialausgleich. Das muss im Grundsatz die Richtung sein. Und da sollten wir auf alle Fälle gucken, dass dort wirklich auch im Vorfeld der Europawahl eine ganz andere Debatte stattfindet und eine ganz andere Richtung. Sonst kommt leider Gottes die Stunde der Nationalpopulisten. Auch in Deutschland. Das sollten wir doch mit vereinten Kräften verhindern. Also ich probiere mal diese Frage, die auch am Anfang gestellt worden ist und immer wieder aufgekommen ist, wie wirkt sich eigentlich so eine Regierungsbeteiligung dann aus? In der Tat, ich habe jetzt auch gerade mit einem Genossen aus Norwegen gesprochen, da ist ja das Wahlergebnis, das kann man sich auch sehr genau ansehen, weil da vielleicht auch Rot-Rot-Grün, die dort zusammen regiert haben, aber nicht geschlossen genug zusammen angetreten sind, dafür dann auch eine Quittung bekommen haben. In der Tat, wir müssen euch warnen, lieber Bernd, wenn man in eine Regierung eintritt, das haben wir in Berlin gesehen, bedeutet das manchmal, dass eben die kräftige Oppositionsrolle der Linken natürlich darunter leidet und dass im Ergebnis die Wahlergebnisse der jeweiligen Linkspartei, in Norwegen war das so und in Klammern in Berlin ist es ja auch so gewesen, etwas runtergehen. Den Preis müsst ihr dann allerdings bezahlen. Das Problem bei der Minderheitenregierung ist, die finde ich persönlich großartig. Ich würde nichts mehr unterstützen, als wenn Frau Merkel eine Minderheitenregierung bilden würde. Ja, Applaus. Ich hoffe, sie hört ihn, aber sie wird es nicht machen. So viel sage ich euch. Und wir sollten auch nicht den Eindruck erwecken, dass wir uns nicht sehnlicher wünschen, als Frau Merkel als Bundeskanzlerin zu behalten.
Eigentlich muss ja das Ziel sein, ich gebe zu, das ist eine dialektische Leistung, bei dem, dass meine Partei jetzt mit der Union in Gespräche eingetreten ist, aber eigentlich sollten wir nicht den Eindruck erwecken, dass sie bleiben soll. Und das, ich glaube, Irene Jäger, habe ich mir den Namen richtig notiert, was sie angesprochen hat, schaut man zu? Oder sieht man eigentlich die Notwendigkeit, dass sich was verändern muss, selbst unter schwierigen Rahmenbedingungen? Europa kann zum Beispiel ein Punkt dafür sein, dass man sagt, das kann auch eine Begründung dafür geben, dass man jetzt in eine Regierung eintritt, um diese Merkel-Position und diese Politik der Austerität nicht ohne Korrekturen durchgehen zu lassen. Und ich kann besser damit leben, wenn ein Martin Schulz zum Beispiel Kommissionspräsident ist, als irgendein konservativer Technokrat. Das kann ein Punkt sein, wo man sich tatsächlich ernsthaft prüfen muss und sagen kann, ja, da muss es zu einer Veränderung kommen, da brauchen wir eine andere Politik und die kriegen wir vielleicht selbst mit einer Regierungsbeteiligung, mit dieser Union eher hin, als wenn wir sagen, wir machen gar nichts oder, ja, das oder ist ja das große Problem an der Stelle. Zum Umgang mit Parteispenden, also in der Tat, es ist ja schon bemerkenswert, dass die Union und die FDP noch kurz vor der Wahl gesagt haben, also Abgeordnetenbestechung soll nicht strafbar sein. Da gab es ja eine Abstimmung drüber im Deutschen Bundestag und da muss der Druck auch aufrechterhalten werden, dass das ganz klar ist, dass es da auch zu einer Strafbewährung kommt von einem solchen Verhalten. Das, was es mit dem Parteispendenskandal, da kann Christian Ströbele wirklich auch noch was zu sagen, in Gang gekommen ist, dass man sich da auch prüft, reicht das eigentlich, was wir da in dem Bereich an Regeln haben. Die große Frage, die aufgeworfen worden ist, ist, was könnte denn übergeordnetes Thema sein einer Politik, die diese drei Parteien, die hier vorne sitzen, verbindet. Ich glaube, dass das einmal Gerechtigkeit ist, soziale Gerechtigkeit und dass der Eindruck, wenn wir drei miteinander diskutieren, dass das eine Gewerkschaftsveranstaltung ist, dass das betrachte ich nicht als Beleidigung, sondern als Kompliment. Wenn wir es gemeinsam hinkriegen, eine Politik hinzubekommen, die näher an den Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist, dann wäre das ein großer Schritt vorwärts. Und natürlich muss das im Interesse dieser drei Parteien hier liegen, eine Politik für soziale Gerechtigkeit zu machen. Da haben wir ja auch im ersten Teil gesehen, dass es dort gemeinsame Anstrengungen gibt. Es muss aber der Bereich einer gesellschaftlichen Modernisierung im Sinne einer Teilhabe dazukommen. Ich meine, wir sitzen hier in Kreuzberg, über den Punkt haben wir nicht gesprochen. Die SPD hat ganz viel Tür-zu-Tür-Wahlkampf gemacht und wir haben die Erfahrung gemacht, dass an jeder zweiten Tür die Tür aufgeht und die Leute sagen, wir würden gerne wählen, aber wir dürfen nicht, weil wir keinen deutschen Pass haben. Ich glaube, dass hier ein ganz großer gesellschaftlicher Handlungsbedarf besteht, das zu verändern und die 10 Millionen Menschen, die in Deutschland dauerhaft leben und keinen deutschen Pass haben, endlich das Wahlrecht einzuräumen. Und ich sage das auch gern nochmal, dieser Punkt Teilhabe, Gerechtigkeit, Gleichbehandlung, Gleichstellung, das betrifft eben auch diese Frage Gleichbehandlung zwischen Ost und West. Auch das müsste ein Thema sein, das uns gemeinsam verbindet, wo wir sagen, das ist egal. Und wenn hier, ist auch beim Mindestlohn das Thema, deshalb darf der eben nicht branchenabhängig sein und er darf auch nicht regional unterschiedlich sein, weil die Arbeit der Menschen hier in Berlin genauso viel wert ist, mindestens wie in Baden-Württemberg. Und deshalb muss der Mindestlohn hier genauso hoch liegen wie in anderen Teilen des Landes. Ich glaube tatsächlich auch zu zwei Punkten, die ein bisschen Berlin betreffen, will ich auch noch was sagen. Miete und die Frage, was muss man da machen? Das ist nicht das erste Mal, dass ich eingestehe, dass auch andere von der SPD eingestehen, dass hier vielleicht zu lange in Berlin auch nichts passiert ist. Jetzt ist einiges in Gang gekommen. Wir beschleunigen den Neubau, wir setzen uns wirklich dafür ein, dass alles, was wir im Landesrecht machen können, auch passiert. Dass es Milieuschutzsatzungen gibt, dass die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften wieder bauen, dass es ein Bündnis für soziale Mieten gibt. Aber wir kommen auch da eben an der Stelle hier als Land nicht weiter, wenn sich nicht im Bundesrecht was ändert. Und wer jetzt, RBB hat das, glaube ich, gemacht, dieser Tage laufen die Dokumentationen darüber, wer sich das ansieht, wie Mieterinnen und Mieter behandelt werden, deren Wohnungen unter dem Vorwand von Modernisierung, deren Häuser entmietet werden sollen, die
psychisch und physisch terrorisiert werden in ihrem Wohnumfeld, das ist Gewalt. Und dafür müssen wir drei, wie wir hier sitzen, die Menschen schützen. Und wir kriegen da nur eine Verbesserung der Situation hin und wirksamen Schutz der Mieterinnen und Mieter, wenn wir im Bundesrecht was ändern. Da muss dieses Prinzip, dass Miete zur Rendite wird, muss durchbrochen werden. Und es muss möglich sein, auch bei Neuvermietung, Wiedervermietung einen Deckel draufzulegen und zu sagen, da führen wir eine Begrenzung im Sinne einer konsequenten Mietenbremse ein. Das ist was, womit wir jetzt auch in diese Gespräche mit der Union, wenn sie eröffnet werden, wenn der Konvent das freigibt, gehen werden, dass das kommen muss, weil wir das ganz dringend in Berlin brauchen und weil das konkret und ganz schnell, und da können wir auch nicht 4 Jahre drauf warten, hier in Berlin was am Mietmarkt verändern würde und da brauchen wir diese Veränderung. Dann war die Frage, das allseits beliebte Thema des Energievolksentscheids. Ja, es ist ja bekannt, dass die SPD inhaltlich das teilt, was auch der Energietisch vorgeschlagen hat. Ist ja bekannt, wir sagen sogar, wir haben das erfunden, wir fordern das schon viel länger. Wir haben dieses Konzept selber entwickelt, dass wir sagen, wir können diesmal nicht wieder die Netze nur an Private ausschreiben, sondern Berlin muss sich selber darum bewerben. Das haben wir gemacht, übrigens nicht nur bei Strom, wie der Energietisch das will, sondern auch bei Gas. Wir haben uns um beide Netzkonzessionen beworben. Und wir treten dafür ein, dass es ein Berliner Stadtwerk geben soll. Zugegebenermaßen ist das nicht so leicht gewesen mit diesem Koalitionspartner, denn wir haben ja eine gut funktionierende Koalition hier auch in Berlin. Mit dem Koalitionspartner CDU hier in Berlin zu vereinbaren, da musste es extra einen Koalitionsausschuss für geben, um das durchzusetzen, dass wir diese Stadtwerksgründung so wie verabredet jetzt bekommen. Und das wird jetzt in Gang kommen. Wir werden erneuerbaren Strom hier produzieren, wir werden unsere Stadtgüter dafür nutzen und in der nächsten Woche, am Donnerstag, wird das Berliner Abgeordnetenhaus die Errichtung eines Berliner Stadtwerks beschließen. Ich hätte mir das früher gewünscht, so, aber es kommt. Was darüber hinaus bei diesem Energietischgesetzentwurf das Problem ist, was ich sehe, ist nicht so ganz leicht zu erklären. Aber was ich wirklich sehe, ist, dass dort die parlamentarische Kontrolle dieser beiden öffentlichen Unternehmen ausgeschaltet werden soll. Und das funktioniert unserer Auffassung nicht. Da wird eine Struktur errichtet, die am Ende nicht funktioniert, die nicht zeigt, dass ein öffentliches Unternehmen besser funktioniert als ein privates, kommerziell orientiertes. Da liegt das Problem. Deshalb sagen wir, wir haben das Stadtwerk auf den Weg gebracht, wir haben uns um die Netze beworben, wir werden in der nächsten Woche grünes Licht dafür haben, dass das Berliner Wasser wieder zu 100% den Berlinerinnen und Berlinern gehört. Das ist Sie wissen, wie lange da in der Stadt darüber diskutiert worden ist, aber das ist Kern der Politik der SPD in dieser Stadt, für eine öffentliche Daseinsvorsorge zu kämpfen und das werden wir auch weiterhin tun. So, das sind die zwei Dinge, die Berlin betreffen. Dieses gemeinsame Projekt, das man unter Gerechtigkeit und Teilhabe vielleicht zusammenfassen kann, das muss tatsächlich kulturell entwickelt werden. Das ist auch keine große Neuigkeit. Es ist im Jahr 2000, glaube ich, gewesen, dass zum ersten Mal hier im Nachbarschaftshaus Obernstraße mit Gregor Gysi und der SPD Diskussionen gegeben hat. Dieses Magdeburger Modell, was Sie aus Pankow ja erwähnt haben, stammt von 1994, glaube ich. Also die Diskussion ist ja nicht neu. Dieses Instrument einer Minderheitenregierung, das ist das, was ich an Ostern vorgeschlagen habe, wo ich von Bernd Rixinger eine Absage bekommen habe, weil er gesagt hat, also Tolerierung wollen wir nicht. Ich muss auch ein bisschen vorsichtig sein, mich jetzt in die Belange von Sachsen-Anhalt einzumischen. Das haben wir auch nicht gerne, wenn wir Tipps bekommen aus anderen Landesverbänden. Also das müsste die SPD dort sicherlich selbst entscheiden. Aber dass es sinnvoll wäre, mal in Ländern diese Konstellation und diese Zusammenarbeit auszuprobieren, das stimmt, glaube ich, auch. Und da gibt es ja auch einen konkreten Fall, wo das möglich wäre. Aber ja, wie gesagt, das muss man vor Ort prüfen und da laufen ja auch die Gespräche. Was gut wäre, ist, wenn wir eben solche, also Bernd, wenn sich auch die Rhetorik ein bisschen ändert und man dann eben nicht sagt, das ist also dramatisch, dass seit dem Faschismus das Rot-Grün Hartz IV eingeführt hat. Man kann sich über die Sache streiten, aber wenn diese Zusammenhänge hergestellt werden,
fördert das natürlich nicht ein Klima, wo wir sagen, wir reden über Gemeinsamkeiten, versuchen Gemeinsamkeiten rauszubekommen. Das stand nämlich weder bei SPD noch bei Grünen, glaube ich, damals in dem Sinne auf der Tagesordnung. Also, was mein Anliegen ist, der Prozess muss weitergehen. Er wird auch an der Basis weitergehen. Es gibt ja auch Länder, wie gesagt, wo wir zusammen regieren oder regiert haben. Da funktioniert er auch. Und er muss von unten nach oben wachsen. Und das wahrscheinlich können das in der Tat Bundesparteivorsitzende gar nicht so nach vorne bringen. Wenn es zu einer großen Koalition kommt, das können wir untereinander ehrlich sagen, wird der Parteivorsitzende der Linken auf die SPD einschlagen. Oder? Das kann ich ihm auch nicht übel nehmen. Das ist dann seine Rolle als Oppositionsführer. So, und die Rolle unserer Leute, die dann möglicherweise in der Regierungsverantwortung sind, ist, ihr Regierungshandeln zu rechtfertigen. Aber es kommt dann eher auf die zweite und dritte Reihe an, zu sagen, da wächst was hoch, da entwickelt sich etwas. Und das, liebe meine Damen und Herren, liebe Genossinnen, Genossen, Kolleginnen und Kollegen, wurde jetzt immer gesagt, das ist unsere Aufgabe in den nächsten 4 Jahren. Dankeschön. Ja, dann fange ich mal an, auch mit ein bisschen Kontroversen. Und dann komme ich wieder zum Gemeinsamen. Also wenn ich jetzt hier höre, die ganzen Verdienste von Rot-Rot, ich habe das vorhin ja schon mal kurz angedeutet, dann bin ich da nicht so ganz von überzeugt, auch von, dass die SPD mal alles richtig gemacht hat. Das Wasser, was jetzt mühsam wieder rekommunalisiert wird, das habt ihr ja erstmal verscheuert, ne? Hat ihr erstmal. Und da waren auch einige dran beteiligt, die jetzt noch hier regierende Bürgermeister sind. Also. Ja. Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Ja. Aber ich bin ja auch ein bisschen älter. Und genauso ist mit dem Mietwucher. Also Mietwucher ist strafbar, wenn das Wucher ist. Das ist nur immer eine Frage, was ist Wucher? Sind dann die Gerichte unterschiedlicher Meinung? Aber die Mietpolitik hier, und da ist auch jetzt Rot-Rot kein großes Vorbild, sondern die ist hier unter Rot-Rot verschlafen worden, hier in Berlin. Als die ersten Skandale hochkamen, hier wenige Meter von mir, war ich hier in der Kochstraße, wo Wohnungen aus der Mietpreisbindung rausfielen und dann eine Mieterhöhungsschreiben bekam von 80% und 100%. 80%, 100%. Ich saß bei der Familie hier nebenan und dann sind wir mit diesem Problem zum Senat gegangen, damals rot-roten Senat. Und da war dann die Frau Junge-Reier und hat gesagt, es gibt kein Mietproblem in Berlin, da brauchen wir uns nicht zu kümmern. Also wir wollen nicht diese ganzen Sachen hier aufarbeiten, das ist ein paar Jahre her, aber immer machen Rot-Rot auch nicht alles richtig. Jetzt kommen wir mehr zu den Gemeinsamkeiten. Rede ich mal kurz über die Bestechung. Wir haben unter Rot-Grün ja nicht nur alles falsch gemacht, sondern wir haben auch Sachen richtig gemacht. Zum Beispiel haben wir damals einen Untersuchungsausschuss 1999 eingerichtet, der die Machenschaften dieses berühmten Helmut Kohl aufgedeckt hat. Und der hat noch ganz andere Summen kurz vor der Wahl bekommen von der Industrie, weil er zugestimmt hat, etwa den Verkauf, dem günstigen Verkauf von Eisenbahnerwohnungen. Und der kriegte dann Millionenbeträge per Scheck gleich rübergereicht. Also das Problem ist, dass Abgeordnetenbestechung, jedenfalls diese Art von Abgeordnetenbestechung in Deutschland nicht strafbar ist und die Union und die FDP das immer wieder auch verhindert haben. Also wir haben gemeinsam, das hat die Linken gemacht, das hat die SPD gemacht, haben die Grünen gemacht und wir haben das auch gemeinsam gemacht, noch in dieser Legislaturperiode, dass wir Anträge eingebracht haben, um das strafbar zu machen. Das hat vor allen Dingen die FDP verhindert. Herr van Essen war da immer vorne dran, aber auch andere. Also man muss erstmal da auch Vorschriften, gegen die sie verstoßen können, muss man erstmal sammeln. Weil die Parteispenden, auch wenn die so gegeben werden, dass es den Anschein hat, wie jetzt, dass da ein Kompensationsgeschäft gelaufen ist, ihr verhindert, dass wir unsere BMWs schlechter verkaufen können, weil die zu viel Schadstoffe in die Umwelt geben. Und dafür gibt es dann nachher Cash.
Das muss man ja beweisen, dass dieser Zusammenhang da ist. Das heißt, man müsste das grundsätzlich dann verbieten, weil man da, kann das im Einzelnen nicht beweisen. Natürlich sagt die Union jetzt, das hat miteinander überhaupt nichts zu tun. Das ist ein reines zeitliches Zusammentreffen, wird doch mal passieren können, dass das zeitlich zusammentrifft. Aber wir fördern ja immer die Autoindustrie und gerade die Autoindustrie, die die großen Limousinen herstellt, das ist uns ein Herzensanliegen, da brauchen wir gar kein Geld für, das kriegen wir dann noch zusätzlich dazu. Also da haben wir damals das wenigstens aufgeklärt, haben die Sachen auf den Tisch gemacht, da muss man nur weitermachen, da muss man auch irgendwas zusammen versuchen. Jetzt komme ich zur Tolerierung, ich bin Fan der Tolerierung. Ich habe mich in Nordrhein-Westfalen vehement bei unseren Grünen dafür eingesetzt, dass die dieses Tolerierungsmodell gemacht haben in Nordrhein-Westfalen. Und das war jedenfalls für Grüne und SPD ein Erfolgsmodell. Das muss man einfach mal sehen. Das hat 2 Jahre gehalten und ist dann, für euch war es nicht so gut, das ist dann bei den Wahlen dann jetzt zu einer Regierungsmehrheit, zu einer Regierungsmehrheit geführt. Und die machen das, glaube ich, soweit ich das aus der Entfernung sehen kann, ganz gut. Und da möchte ich natürlich jetzt nicht Angela Merkel tolerieren, sondern man müsste eine Regierung ins Amt hieven mit der Mehrheit, die es ja im Bundestag gibt, und dann sagen, okay, weil man sich mit der Linken nicht so viel über alles einigen kann, deshalb muss ich dann diese neue Kanzler, ich weiß gar nicht, wie der dann heißen soll, jedenfalls Gesundheitsminister, die müssen sich dann immer für ihre Gesetze eine Mehrheit im Parlament suchen. Ich finde das ungeheuer demokratisch und bin vom Grundsatz her, das ist ja in den USA so, die haben da große Schwierigkeiten mit, aber es ist demokratisch und deshalb könnte ich dem sehr viel abgewinnen. Thema Europa, was angemahnt worden ist, ich habe da auch sehr drunter gelitten, dass das nicht Thema im Wahlkampf war. Aber das war deshalb nicht Wahlkampf, weil SPD und Grüne da schlechte Karten hatten, muss man einfach mal sein, die CDU anzugreifen. Wir haben zwar immer wieder im Bundestag Alternativen und haben die Angela Merkel beschimpft, dass sie da alles falsch macht und alles aussitzt und den armen Griechen da Leid zufügt und alle möglichen Sachen. Wir haben sogar die Grünen, die SPD auch, Entschließungsanträge verabschiedet, wo alles Gute und Schöne drin stand, was man eigentlich machen müssen. Aber die haben dann nachher zugestimmt. Ich nicht. Ich war immer manchmal der Einzige von den Grünen, der nicht zugestimmt hat, weil ich das natürlich genau gesehen habe. Man kann dieses wichtige Thema natürlich nicht zum Wahlkampfthema machen, wenn man das auch nur anspricht und dann sagt der CDU-Mensch, hier Herr Müller war das hier immer, sagt dann nur trocken, tja, aber die Grünen und die SPD haben doch zugestimmt, was kritisieren sie jetzt hier, ne? Das sind schlechte Karten, also ich habe das auch bedauert, aber die Gelegenheit haben wir ja jetzt. Wir kriegen ja jetzt als nächstes in den nächsten Monaten den Europawahlkampf, weil im Mai wird das Europäische Parlament gewählt, das heißt, da ist alles möglich, alles frei und dann kann man wunderschön diese ganzen Themen, die zu Recht angesprochen worden sind, hochziehen, weil ich finde auch, Europa kann nur dann attraktiv sein, wenn Europa demokratisch wird. Europa, das habe ich schon bei der Europäischen Verfassung damals bemängelt, das bemängele ich auch jetzt und sage, wir müssen natürlich das Parlament zu einem richtigen Parlament machen, was es bisher ist. Es gibt Fortschritte, aber noch lange nicht genug. Und es kann auch nicht sein, dass da irgendwie so ein Club von Regierungen eingesetzten, hochbezahlten Kommissaren, die bestimmen, wie die Gurken hier in Deutschland aussehen sollen. Also da muss ein demokratischer Prozess rein. Jetzt zum letzten Punkt, Gesellschaft verändern. Ich bin ja immer wieder gefragt worden, warum tust du dir das in deinem hohen Alter noch an, nochmal zu kandidieren, machst hier Wahlkampf, ich habe wirklich manchmal 12 Stunden Wahlkampf gemacht. Warum? Weil ich die Welt verändern will und die Gesellschaft und gerade auch in Deutschland, aber da gebe ich auch einigen Einwürfen völlig recht. Wir leben hier in Deutschland vergleichsweise wie die Made im Speck. Das ist schon in anderen, in südlichen Ländern Europas ganz, ganz anders und ich leide persönlich darunter, dass deutsche Politik schuld ist, dass es in Griechenland großen Teilen der Bevölkerung so schlecht geht. Und ich habe eine ganze Zeit Entwicklungspolitik gemacht, 2 Legislaturperioden und war jetzt im Auswärtigen Ausschuss und ich war
mit unserer Diskussionsleiterin heute in Lateinamerika, in Mittelamerika immer unterwegs, weil ich das als eigentliche Problem finde. Die Probleme hier sind ja im Vergleich zu dem, was in den Ländern des Südens, Lateinamerikas oder vor allen Dingen Afrikas, was da im Argen ist, das ist ja nichts, das könnte man ja fast vergessen im Vergleich dazu. Das heißt, ich war immer engagiert aus alter, linker Tradition, lange bevor es die Grünen gab, in internationaler Solidarität und dazu gehört natürlich ein einigermaßen gerechtes Weltwirtschaftssystem an allererster Stelle. Und das Schluss damit ist, dass unser Wohlstand hier unter anderem darauf beruht, dass wir den Völkern dort, die ihre Reichtümer, die sie im Boden haben, die sie in der Landwirtschaft haben, wegnehmen, in ihren Wäldern haben, die Hölzer, damit wir hier schöne Teakholzzimmer haben können. Und wenn die sich dann dagegen wehren, dann kommt europäisches NATO oder US-Militär. Das darf nicht wahr sein. Und dafür habe ich nochmal kandidiert und will mich auch die 4 Jahre nochmal einsetzen. So, danke schön, Christian. Wir sind zum Ende gekommen nach fast 2,5 Stunden. Viel Geduld haben Sie ihr mitgebracht. Wenn es ganz, ganz dringend ist, kann man noch was fragen, ich würde ungern die ganze Geschichte noch mal von vorne hier aufmachen, weil da müssen natürlich alle antworten, ist ja klar. Vielleicht macht ihr das am besten gleich bilateral. Hier hat jemand Rotwein angeboten. Und ich wollte nur kurz sagen, ich fand die Debatte sehr angeregt mit euch. Angenehme Atmosphäre weitgehend, ganz spannend. Klar, ihr seid bestimmte Leute von eurer Partei, das habt ihr auch immer betont. Ne? Linker Flügel, nicht unbedingt der Mainstream. Aber es sind trotzdem von euch 2 Sachen vielleicht genannt worden, die man festhalten sollte. Einmal, dass man üben muss, wenn man dieses Projekt in 4 Jahren weiter verfolgen will, die Zusammenarbeit an der Basis ein wenig zu animieren, zu organisieren. Das würde ich dann auch gerne gleich in eure Hand legen. Das ist bei euch dann, denke ich, richtig aufgehoben. Das Zweite ist, dass man an einem gesellschaftlichen Projekt arbeiten muss. Auch das, denke ich, müsstet ihr mit initiieren und dann an euch natürlich, man kann ja auch die Idee von der gesellschaftlichen Projektion, die man hat, an diese Leute herantragen, das ist in der Regel am wirkungsvollsten. Ich danke euch vielmals, dass ihr so lange ausgehalten habt. Schönen Abend und tschüss.